Guten Tag zusammen, jetzt wird wieder Fortnite gespielt. Wer mitspielen möchte, darf sich gerne im Chat melden. Heute gibt es wieder Zuschauerrunden, kurz vor Ostern. Mal gucken, wie viele Siege wir heute einholen. Denn das Sunshine TV ist wieder am Start. Da geht es gleich los. Die Vorbereitungen für das Gewinnspiel laufen. Ich bin gerade dabei, die Ideen zu sammeln für die Vorschaubilder. Das Ganze hat sich ja leider verzögert, weil die neue Saison so katastrophal kacke war mit den Waffen, dass ich das Gewinnspiel in großer Gefahr sah. Ja. Aber die Probleme sind behoben, Gott sei Dank dadurch, dass einfach die alten Waffen wieder eingefügt wurden. Zumindest zu einem gewissen Teil. So. Mal komplett leer kaufen in Item Shop. Ja, moin! Guten Abend. Item Shop ist doch schon geil. Ich glaube, ich tue jetzt 500 Euro hochladen und kaufe den komplett. Ja. Boah, hier einer, der heißt einfach Schluckus. Einfach Schluckus ist das geil, Junge. Selbst der Name und Hoppel. Einfach geil, Ja, Junge. da ist eine Kiste Bier dabei. Ja, entweder Kiste Bier oder Schluckus. Man muss sich dafür entscheiden, dann, ne, wenn man nur eine Sache auswählen darf. Und den Doppelzapfer als Erntewerkzeug kostet auch nur 1200 V-Bucks. Ein Erntewerkzeug. Ja, Mann, richtig geil auf jeden Fall, Mann. Ja, die brauchen Geld. Dann würde ich sagen, bleiben wir noch bis zum nächsten Itemshop. 11 Stunden 46 Minuten online. Ja. Ja, lieber nicht. Dann lass ich mal ein. Nein.
Doch, Nein. komm. Boah, bald ist Ostern, Junge. Ich hoffe, im Chat suchen nicht heute irgendwelche Eier wieder, gell? Und müssen mich wieder richtig flachsen, Junge. Sonst fliegen die direkt mal raus zum Osterhasen, Junge. Aber mal komplett. So, hier mal neue Aufträge. Baue Metall ab. Oha, das ist sogar Das eine ist eine Stunde und Aufgabe für 45 den Minuten. Dennis, wolltest du sagen? Ja, Mann, ey, da gehen wir mal. Ey, ich glaube, ich hatte die aber schon gehabt. Aber gibt 22k. Ja, da Und gibt's besuche mehrere. einen Wäscherturm. Wo ist denn hier Wäscherturm? Ach so! Da ja, kann man eigentlich das Psyer-Dingensbums da landen oder so. Boah, ich muss mal gerade hier Dingensbums aufmachen. Fortnite Wäscherturm. Weil ich habe keinen Bock direkt in die Menge. Da wird mir auch irgendwie gar nichts angezeigt hier. Ach, ist ja Wurst. Dann einfach so ein Psyer, das ist auch so ein bestimmter Turm. Ey, wir sind zu dritt? Wie geil ist das? Wer ist dein Push-Gut? Jemand von mir? Ah, okay, ich habe schon gedacht, weil ich da keine Kürzel zu habe. Ich so, hä? Wie ist der denn hier reingekommen? Achso, dann ist ja alles easy. Ja. Hey, du warst doch bis eben nicht online. Wie ging das denn so schnell? Tja, ich bin flexibel. Oha, das ist brutal, Junge. Der läuft auf 24/7. Der 25 Stunden an einem Tag läuft der PC. Vor allem, wenn die Zeitumstellung, wenn die zurückgestellt wird, hat man einen Tag mal 25 Stunden. Ja, dann holen wir uns mal jetzt mal richtig heftig den Win hier, würde ich sagen. Und einen richtig geilen Tee. Ach, ich wollte schon sagen, Kaffee machen wäre auch mal geil. Wusstest du, dass die Stimmen zum Abschaffen des Zeiten der Sommerzeit leider eine Stunde zu spät angekommen sind und konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden? Ja, das liegt an den an der Atmosphäre. Dass das GPS zu einer gewissen Zeit nicht funktioniert. Obwohl, wenn die Merkel könnte bestimmt auch entscheiden, dass die Sommerzeit einfach mal 3 Stunden nach vorne gestellt wird oder so, gell? Kann sie ja bestimmt auch entscheiden. Ja, das wäre noch einer ihrer sinnvollsten Entscheidungen gewesen. Ja, dann hätten wir statt schon um 5 Uhr morgens Sonne, hätten wir schon um 2 Uhr nachts Sonne oder um Ja, 8 Uhr morgens Sonne. das Kann wäre sie echt ja aussuchen, ob vorne oder nach hinten, wie sie will. das wäre echt das geringste Übel, was diese erzeugt hätte. Dann müssten die Schwimmbadzeiten aber auch mal komplett anders ändern. Weil bringt ja nichts, wenn schon die Sonne 5 Stunden am Schein ist und dann machen die erst in einer Stunde auf. Hey, guten Tag, Jesse. Die Du streamst Jessie. immer, wenn ich lernen möchte. Ich habe das gestern aber angekündigt, dass ich so gegen mittags mal spielen will, aber ist ja nicht schlimm, du kannst ja ruhig lernen, ist ja kein Problem. Nur bei dem Wetter fällt das wahrscheinlich schwer, also wir haben voll der Sonnenschein irgendwie. Ja, ist am besten, du machst den Rollladen runter und guckst nicht raus und siehst Aber die schöne Zeit da nicht. ich möchte heute nicht rausgehen, weil ich möchte mich nicht anstecken. Ich möchte lieber bis zur Rente jetzt daheim sitzen. Oh wei. Oh wei. Kennst du diese Eltern, die die Kinder nicht im Sandkasten spielen lassen, weil da ist ja Bakterien oder immer desinfizieren und Ja gut, wenn die mal den Sand essen, gell, das werden die nie wieder machen, da haben die selber draus gelernt, Ich gell? hab nie den Sand gegessen, das war mir klar. Ich hab den mir nur über die Haare immer geschüttet. Ja, gut, das ist 20 Grad heftig, oder Jesse? 20 Grad draußen, ey. Schon krass. Und Dennis spielt Fortnite. Ey, ist Osterupdate. Was willst du anderes machen, ey? Osterupdate, da musst du spielen. Obwohl eigentlich, glaube ich, nur der Skin sich gewechselt hat und Waffen. Weiß ich nicht, ob da neue drin sind. Hoffentlich Das sind werden die wir jetzt neuen aber gleich mal raus. merken. Wo die neuen sind raus. Das wäre auch natürlich geil. Das weiß ich natürlich nicht. Sonst hat das Osterupdate gar keinen Sinn gemacht, außer den Itemshop. Und die machen hier groß Werbung zum Osterdingensbumster. Hallo Silberrent, hallo Herr Bürgermeister von der Dennis Sunshine GmbH. Ja, Hallöchen. Ihr habt 22 Grad, 2 Grad mehr als hier. Okay, das ist auf jeden Fall heftig. Und die Schwimmwälder haben alle zu. Das ist schon sehr traurig. Okay, hier haben wir immer noch die alten. Okay, was soll man alt sagen, ne? Immer noch die neuen von den neuen Waffen drin.
Ich höre mich noch an, so wie ein bisschen Roboter. Ich habe heute noch nicht so viel gesprochen. Ich muss meine Aufwärmphase noch machen. Meine Reflexe sind auch noch bedeutend eingerostet. Meine Augen fallen noch zu. Heute kam ich auch nicht aus dem Bett raus, ey. Ich dachte, boah, Junge, irgendwie kannst du noch liegen, alles schon frisch bezogen und dann die Vögel draußen am Zwitschern. Ich so, Alter, ich kann eigentlich noch liegen bleiben, so. Und irgendwann guckst du so 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und denkst du, Alter, jetzt musst du aber aufstehen, ey, du kannst nicht den ganzen Urlaub verschlafen. Das war diese Woche noch Urlaub oder wie? Ja, nur die Woche, ja. Alter, das der ja richtig heftige Ultimate Bot hat mich getötet. Ja. Du hast nächste Woche schriftliche Prüfung. Oha, ja gut, dann ist wichtig, dass du auf jeden Fall übst, dann das ist verständlich. Morgen habt ihr 23. Boah, morgen haben wir auch wieder heftiges Wetter. Wir haben einen Pool, ich will nicht schwimmen, weil es dann so kalt ist. Ja, es gibt für den Pool so schwarze Matten, die kannst du reinlegen und die tun irgendwie die Sonnenenergie absorbieren und das Wasser dann durch irgendwie warm bekommen. Und wenn du nicht so einen ganz großen Pool hast, geht das umso schneller natürlich. Richtig, das wird nicht mehr reflektiert. Zumindest nicht zum. Dann mach's gut, Jesse. Bis beim Lernen. Zum überwiegenden Teil. Später. Aber ist ganz cool. Also wenn man einen ganz großen Pool hat, wie mein Vater zum Beispiel, dann wird das schon schwierig. Da muss dann echt mal so 2-3 Tage die Sonne scheinen. Aber bei so einem kleinen Pool geht das voll klar. Och, das gibt es doch einfach nicht. Ich kann nicht mit 30 Lebenspunkte kämpfen. Kannst du auch mit 300 nicht. Nee. Darauf muss ich erstmal ein Tässchen Kaffee trinken. Ich komme. Ja, auch einen schönen Tag, Jesse. Danke, dass du da warst. Und gut, Lernen geht auf jeden Fall vor. Also wenn jetzt kurz vor den Prüfungen ist, wäre jetzt Quatsch, jetzt nicht zu lernen. Ne? Das wäre ein bisschen blöd, wenn man jetzt sich nicht noch auf den Hintern setzen alles macht, so kurz bevor man es gepackt hat. Also das wäre ja kurz über die Ziellinie, kurz vor der Ziellinie abbrechen. Das macht man nicht. Bei Zocken kann man ja immer noch. Nur die Prüfungen, die warten nicht. Hier, Dennis. Schildi. Yay, ein Schildi! Oh, jetzt habe ich die blaue Kanister-Dingens geholt. Egal, die ist jetzt mir. Ich gebe die lieber wieder. Was ist das für ein Schimmelding? Aber will er nicht geben, okay. Ich will, dann ist ja gut. Ja, die blaue haben, Junge. Hier, ich habe dir die geklaut, oder der will die nicht haben, okay. Ach so, ich wollte ja Metall abbauen, ne? Und irgendwie hier an dem Dingensbum. Ach, hier kannst du gar nichts abbauen, Junge. Dein Kumpel ist 11 und trinkt Kaffee. Auf jeden Fall mega gesund, sag ich mal so. Also Kaffee ist, wenn für Erwachsene nicht so schädlich, wenn du den so, wenn du mal so 2-3 am Tag trinkst, aber für Kinder, ein Kaffee mit Koffein, also. Na gut, das soll ja jeder selber für sich entwissen, ne? Ist auf jeden Fall besser, als wenn man Alk trinkt mit 11. Aber das 11-jährige Kaffee trinken, dass das denen auf jeden Fall mal schmeckt, das ist, kannte ich noch nicht. Mit viel Milch oder ohne Milch? Zucker kann man auch reintun. Zucker reingemacht. Ja, Zucker ist geil. Und am besten laktosefreie Milch. Tut weniger Magen weh. Bei mir nicht. Fühlt sich an, wenn ich einen Schluck Milch trinke, als ob ich einen ganzen Liter geäxt hätte. Ich trinke eh nicht viel Milch. Ich auch nicht. Irgendwie als Kind konnte ich voll viel Milch trinken, aber jetzt irgendwie kriege ich voll Magenschmerzen. Außer bei laktosefrei nicht. Aber irgendwie, ja, ich wollte eigentlich das Ergebnis da machen. Ob ich Laktose habe oder nicht, wurde ja alles fallen gelassen und dies und das, nach 3 Monaten Termin, dies, das. Muss ja irgendwie nochmal erfragen, wann ich mal wieder einen Termin kriege. Ohne Milch, oh, geht voll klar, ich habe jetzt auch hier. Ohne Milch, nur mit Zucker. Und ich habe gesehen, letztes Mal, wo ich den Kaffee-Pads geholt habe, steht da so Kaffee Stufe 4, Stufe 5 und Stufe 6. Habe ich da Espresso gefunden? Hier direkt Stufe 10 von 10.
Okay, ich nehme Stufe 11. Boah, müssen die Augen aber aufgehen, Junge, aber richtig Ist das heftig. vom Koffeingehalt oder für was steht das? Ich glaube, das ist so doppelte Bohnen innerhalb eines gewissen Dingensbums da irgendwie, dass es doppelt so stark direkt ist. Geschmacksintensiv oder koffeinintensiv? Ich glaube, irgendwie alles so. Also, da stand nur Okay. stufenweise, aber genau welche Stufe für was bedeutet das nicht? Das war irgendwie allgemeine Stufe. Aber ich gehe davon aus, dass dir das Herz dann zehnmal umdreht. So. Ja, muss man aufpassen mit. Da hole ich mir lieber den 5er und 6er, dann merkst du auch schon, wow, Junge, ich werde richtig hyperaktiv gerade, aber das geht noch. Aber bei 10, ey, na gut, für morgens ist das wahrscheinlich ganz geil, wenn du so um 4 Uhr arbeiten musst wie ich. Dann gehen die Augen direkt auf. Hallöchen, Devil, grüß dich. Ich habe 10 Knochen, wenn einer braucht, ne? Ich weiß gerade nicht, welche Quest ich sonst hab noch. Muss gleich mal checken. Hey Devils. Gute Besserung mit der dünnen Nase. Ich höre mich an wie ein Roboter, weil ich gerade eben erst aufgestanden bin und heute gar nicht so viel geschwätzt habe. So irgendwie. Ich bin noch am Aufwärmen. Gleich, wenn ich einen Kaffee trinke. Ja, oder ist meine Nase wirklich zu? Das weiß ich nicht. Das müssen wir gleich in 2 Stunden feststellen. Also wenn das immer noch so bleibt. Also so schnupfenmäßig habe ich eigentlich jetzt nicht so, aber. Kann ja wirklich sein, dass sie zu ist. Wenn, dann Aber hörst das du dich weiß ich ja. besoffen an. Ja, heute trinke ich nichts, ey. Ich habe genug Nee. besoffen am Wochenende. Ich und mein Kumpel haben mal gespielt, haben eine Sauna und einen Kühlschrank drin. Da war Bier drin und er hat es aufgemacht und getrunken. Er war 10. Oh ja, auch in der Sauna habe ich auch schon Bier getrunken. Das war ein Malle. Naja, Aber dieser. das konntest du nur 2 Minuten in die Sauna machen, hat das mal richtig übergequält, das Ding. Die Sache ist die, der schädliche Effekt bei Kindern tritt bei stark wiederholtem Konsum ein. So einmal, ja, ist nicht schön, sollte man auch sein lassen, aber das ist dann nicht so schlimm, wie wenn du das immer trinkst. Ey, die Waffen treffen nicht. Und vor Irgendwie war allem. auch eine, da hat als Kind geraucht einer und das wurde dann nachweislich vom Arzt festgestellt, dass die Körperzellen einfach nicht mehr weiter gewachsen sind und jetzt einfach klein bleiben. Das ist natürlich bitter. Ich hab'n. Hey, hier ist noch einer. Noch ein Schimmler. Ach, wenn er kein Maschinenpistolen-Muni mehr hat und sondern nur die Schrottdingens da, die ab und zu mal schießen wollen. Ich mach den noch zumindest fertig. Ist schon Level 2, da hast du aber Nein! gekauft. Jetzt belebt er Gekauft seinen der, Schimmler Junge. wieder. Gekauft gar kein Level, oder? Weil bis Kacke. Level 100 kann man sich ja alles kaufen. Aber da ich ja immer bis Level 100 spiele, werde ich mir die nicht kaufen. Nein, jetzt belebt er seinen Schimmler wieder. Ja, gut, Kaffee. Ach, komm, Du alles kaufst nie. umsonst. Ah, hä, wie bist du schon 82? Oha, das ist schon krass. Aber Metallabbau brauche ich noch. Für eine schon 32 und. Hey, Wächterturm habe ich doch besucht. Ey, wollt ihr mich komplett verarschen, Junge? Ich habe dir doch einen Wächterturm besucht. Hä, und warum ist Wrapping Woods jetzt auch ein bisschen orange? Ist das schon vorher auch so gewesen? Das ist der Schimmel, der breitet sich aus. Ich glaube auch. Fortnite-Wächter. Weil ich habe doch einen Wächter eben vor mir gehabt, der mich getötet hat. Und es kann nicht sein, dass da kein Wächterturm war. Und dass sie in Google immer so 300 Pixel Auflösungsmaps hochladen müssen. Die müssen doch selber wissen, dass das scheiße ist. Ey, hier findest du nichts mit Wächterturm. Ich bin im Übrigen gerade den Fruit Dealer am Vorbereiten. Das ist ein aus Cool or Krul, ein Super Mario World Hack. Und das ist so ein
Endgegner, sage ich mal, der verknüppelt hart ist. Ich habe mir mal auf so einer Seite mehrere angeguckt, aber ich fand jetzt irgendwie keinen Hack so cool, als wir das mit dem 100 Rules of Enemies hatten. Irgendwie einen. Hat mir bisher nicht so eins gefallen oder Der war so. auch cool. Hi Jeffrey, grüß dich. Und den Fruit Dealer haben erst zwei Leute besiegt. Und ich will der Dritte sein. Und die Vorbereitungen laufen jetzt gerade. Oha. Das ist brutal. Ja. Orange. Orange, wo ist hier Orange? Ich sehe auch hier welcher Turm. Der war irgendwie Eisenwäscher. 7 Jahre unbesiegt, weil sich keiner dran wagte. Eisenwäscher Turm. Ja, glaub schon, wenn das kein Wäscher Turm ist. Deinstall. Alter, wo ist hier so ein Wolf, der hier gerade hier rumjaulen konnte, ey? Wo ist hier so ein Wolf? Soll mir Epic Games mal sagen. Bei Sweetie. Oh shit. Rechte Maustaste. Bei Sweetie Sense ist auch einer. Ach, hier oben, gell? Stimmt, da ist auch einer. Aber ich hab so vor von Wapping nach Holy und dann kann man bestimmt mit Metall sammeln. Ich brauche nämlich noch insgesamt 500 Metall, weil in einer Stunde ist die Quest wieder weg und 22k, weißt du, gibt das. Hi Jeffrey, grüß dich Ja, zum zweiten Mal. Alles klar bei dir. 22K, Junge. Wir haben die 22k. La 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 la. Hey Red ID, du glaubst nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Oha, was ist heute los? Mir geht's gut und ja, irgendwie habe ich gefühlt, dass die Nase irgendwie so ein bisschen zu ist, also von der Stimme her, aber ich denke mal, das ist einfach nur, weil ich eben aufgestanden bin. Also das tut jetzt nach ein, zwei Stunden, wenn das immer noch so ist, dann habe ich wirklich die Nase zu. Ah, das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Da bin ich monatelang nicht krank gewesen wegen so einer Nase und jetzt scheint die Sonne, wird man krank, also dann ist die Sonne schädlich, ey, das. Der Hammer. Ich lasse ein Abo da. Danke, Jeffrey. Das ist sehr nett von dir auf jeden Fall. Also wenn das kein Wäscherturm ist, Junge, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist das wahrscheinlich ein ganz großer Schuh, der im Sand steckt. Und das verkehrt rum, weil das hier da die Schuhsohle ist. Yes, hat gezählt. Das ist keine Waffe, ey. Wie läuft es mit deinem Song? Der Song, der ist eigentlich so gut wie fast fertig, nur ich muss noch so ein paar Textzeilen machen, weil die sich zu oft wiederholen. Aber den will ich mal nüchtern einsingen und dann veröffentlichen. Weil besoffen kommt man sich dann irgendwie nicht geben. Keine Ahnung. Vielleicht kann man sich den nur besonders besoffen geben. Ja, das kann natürlich auch sein. Also wenn man nicht selber besoffen ist, also ich habe den irgendwie gefeiert, wenn man besoffen war. Und wo ich den nüchtern angehört habe. Ja, geht klar, Junge, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber. Ja, war lustig auf jeden Fall, Mann. Ey, der komische Schimmler, Alter, das ist nicht normal. Oh, bin ich doof, Alter. Ich wollte nach links gehen, den beschmeißen, knall gegen den Baum und alles brennt hier. Letzte Gebäude in Brand. Alles. Ich hab jetzt eine Quest damit aus Dummheit geschafft. Die kriegst du Geil, angezogen. Junge. Ja. Ja, geil. Aus Dummheit habe ich eine Quest geschafft, Junge. Das Die ist schon kriegst du wieder richtig. abgezogen, Das ist Junge. wieder OG. Das ist wieder OG. Das ist wie wenn du 2 Euro in den Brunnen schmeißt und dann danach einen Fünferschein findest. Weißt du, so irgendwie ist zum Guten geworden. So, weißt du? So ein bisschen so. Weißt du, was ich meine? Nein. Wahrscheinlich schon, gell? Nein. 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 Ey, wisst was ich meine? Nein. Er ist ein Wolf. Nein. Nein. Ah, wie soll ich es besser erklären, ey? Gar nicht. Gar nicht. Ich sage jetzt besser, er gesagt, ich habe drei Köpfe gedrückt. Was? Drei Knöpfe? Ich sage jetzt besser, er hat
Okay, jetzt stehe ich ein bisschen auf meinem Schläuchle. Hast du den Stream auf privat oder auf Mitglied habe ich ihn gestellt? Auf Mitglied. Ja, es haben nicht so viele da reingeguckt gehabt an dem Abend, weißt du, nachträglich ich auch nicht. Habe ich gesagt, weißt du, was, Junge, mach ich als Mitglied, ey. So einfach geht das. Wenn keiner guckt, wird er rausgenommen als Mitglied. Kann die Mitglieder nochmal zum Gucken. Dann warten diejenigen jetzt so lange, bis das fertig ist von meinem richtigen Song, den ich dann hochlade. Aber ich tue ihn. Den Stream tue ich nicht löschen, also stehe ja überall dahinter, wenn ich irgendwas gemacht habe. Entweder tue ich es auf Mitglied stellen oder auf nicht gelistet, aber es ist eigentlich auch sehr selten, dass ich sowas mache. Weil wenn ich lustigen Kram mache, dann lasse ich ihn auch online, egal wie komisch das war, aber egal, hat Spaß gemacht auf jeden Fall mal. Schade, dass ich kein Mitglied mehr bin, ich kann mir auch keins kaufen, du weißt ja warum. Ach so, ja, da weiß ich ja, da hast du mir erzählt, gab es alles gut auf jeden Fall. Da ist Party, oder? Auf jeden Fall gackern hier die Hühner, ey. Dann bringst du zu KFC. Ich glaube, die bringen sich selbst dahin. Ich hätte gern gesehen, wenn so ein Baum da am Brennen ist und dann läuft da so ein Huhn rein und zerfetzt. Voll der Schimmler. Der hat irgendwas da hinten gebaut. Haben die das Oster-Update noch nicht mit Bauen rausgemacht, ey, Mann. Glaubst du wohl nicht, dass sie hier das Bauen rausnehmen? Ja, glaub ich auch nicht. Vom Hundi zerfetzt. Oh nein, das war der Kommissar Rex. Wie komme ich auf Kommissar Rex? Weil das eine gute Serie war. Das war echt. Aber bis der eine Hauptdarsteller ausgewechselt ja. ist, ich weiß ja nicht mehr, warum der gegangen ist. Stopp, der wollte irgendwie nicht mehr und dann musste der irgendwie sterben. Und dann kam ein anderer, der das übernommen hat, irgendwie so, dass er als Aufhörmethode so. Wie hieß er nochmal? Das war der Moser und wie hieß er nochmal in echt? Oh, ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her, sind ja zig Jahre. Ach komm, gegen drei machst du nix. Hä, es gibt jetzt Dinos hier auf der Map. Wo findet man die denn hier am meisten? Ich würde gerne mal so gegen Dino kämpfen. Also wenn er so groß ist, wie wenn du mit Son Goku vor so einem Affen-Gorilla stehst, wie der Vegeta sich dahin mutiert, also das wäre voll fett, Junge. Das wäre heftig. So, neue Aufträge. Lande bei Pizza Pit oder einem Pizza Pete Imbisswagen. Okay. Ich habe eigentlich nicht mal allzu viel von diesen, wie soll ich sagen, Sachen, die ganz normal passieren. Da habe ich auch nicht mehr viel. Noch 9 Medikits und Verbände benutzen. Da Mechanikbogen herstellen, muss ich gleich mal machen. Finde Schriftstücke, werden aufträger, zerstöre Sträucher. Aber eigentlich passiert so ziemlich alles von alleine, so kann man sagen. Scroll mal ein bisschen runter. Zu Fuß ja. Zurückgelegte Distanz. hab ich gar nicht mehr. Hast nicht? Dann bist du schon zu viel im Kreis gelaufen. Oder hab ich das hier bei allen Quests? Ne, das hab ich nicht mehr. 150.000, glaube ich, stand da, oder? Warte, 12,5, glaube ich. Ich finde das jetzt gerade nicht mehr. Irgendwo war das. Da war es mit Auto irgendwas. Mit 150.000. Ja. 12. Ein halb, ja. Hey, danach kommt aber noch mal was. Egal, gehen wir zum Peter Pit Dingensbumster und ja, machen wir das. Ich hätte so Lust auf eine Pizza. Als Delty Stronghold, das ist eigentlich richtig logisch, dass da so Dinos sein könnten. Ja gut, wo sonst, gell? Wo hätte man sonst die Dinos da reinmachen können? Geh mal kurz auf Klo. Müssen wir gleich mal hin. Bis gleich.
Ja, ich bin ehrlich, ich finde das irgendwie kein bisschen cringe. Ja, es wird Dinos geben oder. Ach so, auch das war eigentlich ganz cool, da wo wir so einen Song gemacht haben. Weißt du, ich wollte einfach mal meine eigene Motivation, weil ich immer so faul momentan so bin, einfach mal was auf die Beine stellen mit so einem Song. Weißt du, einfach mal von. Man hat nur den Beat, aber will die Texte irgendwie dazu erfinden. Weißt du, so irgendwie, dass man einfach motiviert und mal wieder seinen Kopf anstrengt. Weißt du, das ist eigentlich der Sinn der Sache gewesen. Und da ich ja eh gut getrunken hatte, da war man noch so ein bisschen im Feeling noch so drin, weißt du, da konnte man so vielleicht ein bisschen bessere Texte schreiben. Und alles in allem wollte ich eh nicht pennen gehen und da habe ich mir gedacht, komm, dann machst du das. Aber war ganz cool, also warum nicht? Ey, wo ist der Pizza Peter Dingensbums da hier oben? Eigentlich überall auf der Map. Ich habe noch keine Dinos gefunden. Bin mal gespannt. Das Racing Game muss ich leider übrigens verschieben. Ein Mitarbeiter hat die Spieldatei leider irgendwie kaputt gemacht. Dafür mache ich so ein Tower Defense Game wie Bloons. Oh cool. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Wichtig ist immer alles eins nach dem anderen immer programmieren. Also es macht keinen Sinn, wenn man so 8, 9 verschiedene Projekte irgendwie so macht, sondern eins immer fertig. Aber ich glaube, ich wäre auch so einer, der 8, 9 verschiedene Projekte anfängt. Zum Beispiel so Bloons-artig, dann versucht ein Autorennen, Jump and Run und dann wird irgendwie nichts fertig, weißt du? So wäre es auch bei mir. Boah, Junge, hier ist richtig am Nerven, Junge. Den kau ich gleich den Kopf ab hier. Macht hier weg, Junge. Spieß woanders hier, lauf! Macht da hinne weg, Junge, lauf! So. Sind nämlich gerade bei der dritten Stufe, wie Da willst du stufenmäßig hin? hier Dinos. Gibt es jetzt stufenmäßige Dinos? Warte mal. Ach, von den Eiern? Okay, wie kriegt man hier Eier? Das waren irgendwie die Dinos da, Dingensbums. Ich habe gar keinen Plan. Ah doch, hab ich richtig markiert. Bin leider einer, der immer etwas Neues einfällt, mache vieles nicht fertig. Deswegen Team, das ist alles erledigt. Ja, ich kenne das auch. Ich würde auch so 8, 9 Projekte anfangen, wenn ich etwas entwickeln würde. Aber leider ist das nicht der richtige Weg. Man soll am besten eins fertig machen. Oder beziehungsweise zwei Projekte nebenbei laufen. Das ist noch voll in Ordnung. Aber sonst zu viele ist wiederum ja nicht mehr überschaubar und es wird einfach nichts mehr fertig, halt. Das Ja. ist leider so. Wo ist denn hier der blöde Wagen? Will ich hier richtig? Alter, warum will ich hier nicht richtig? Hä? Bist mal wieder im falschen Film. Ich bin komplett im falschen Film. Alter, das Lama da hinten. Ganz wichtig. Das Lama geh ich mir holen, Alter. Lama gefunden in der Runde, das ist. Alter, das ist ein Gegner. Er ist mein. Ey, geh weg da von meinem Oh Lama, mein Gott, ich Junge. wollte gerade sagen, Mach das nicht du auf, schaffst Alter. es nicht Mach zum das nicht Lama. auf. Oh mein Ey, Gott. er hat das einfach aufgemacht, Junge. Das war mein Lama, Alter. Ich habe das zuerst gefunden. Ich habe das zuerst gefunden. Gib mir die ganzen Rohstoffe, die du da hast, Junge. Ja, wird auch Zeit, Junge. Du kriegst eine Explosionsbombe, Junge. Gib mir die ganzen Sachen hier wieder. Jetzt habe ich alle. Jetzt bin ich glücklich. Hat der einfach mein Lama geöffnet, ey. Ja, ich mach den fertig. Ah, der ist schon fertig. Geht der? Der will ihn wahrscheinlich nur beschützen, aber hat er sich auch hier strafbar gemacht. Klappbot. Boom. Moin Katze! Ja, das stimmt, geht aber nicht, weil der Teil vom Racing Game kaputt. Ja gut, wenn jemand aus Versehen was kaputt macht da vom Team, ja gut, das kann passieren, ne? Wenn ne, das sind ja alles mit Codes und wenn du da eine Codeendung nicht richtig hast, mit If-Abfragen und alles drum und dran, kenne ich. Dann kann man alles gerippt sein von Systemdatei und die über sich einfach überschreibt und du einfach, wenn du kein Backup hast,
komplett in die Mülltonne schmeißen kannst. Aber manchmal, wenn man so 2-3 Stunden dran arbeitet oder länger und geht immer alles gut, dann tut man das nicht speichern, dies, das. Und dann denkst du, komm, ich arbeite noch 10 Minuten dran und dann passiert was. Ärgerlich, aber kannst halt nichts machen, ne? Kannst du nichts dran machen. Aber im Endeffekt, wenn man so ein Spiel kaputt gemacht hat, dann tut man das wieder neu aufsetzen, aber dann fallen wahrscheinlich anfangs nochmal neue Ideen ein, worum es manchmal gut ist, dass irgendwas kaputt gegangen ist. So hatte ich das damals mit meinem Forum gehabt, das auch immer, das habe ich zerschossen. Und ja, seitdem bin ich eigentlich froh gewesen, dass das kaputt gegangen ist, dass ich das halt so, so sagen wir, spielerisch lernen konnte, dass ich einfach noch besser mit Forum mich beschäftigen konnte. Oh, ein blauer Bogen. Mechanikbogen, oh, den muss ich eigentlich noch upgraden. Krieg ich denn die Zahnräder? Lass uns ja, zum Buschgurt gehen. Zahnräder herbekommt. Ja, von den Autos. Muss ja Autos kaputt schlagen. Aber die nicht funktionieren, oder? Egal welche Autos. Echt egal. Aber pass auf, lass dem einen Lebenspunkt. Sonst kriegst du Schaden. Raus. Bei mir schon. Hey, bei mir. Da, nimm. Ah. Ach shit. Da, nimm. Ach, hier der Mechanik. Ach, du brauchst hast du Granaten noch zufällig? Ich brauch 2 Granaten. Hier. Nimm die Mechanik-Dinger. Jetzt gucken wir nach deinen Granaten. Du bist eine Granate. Hi Jeffrey, du. Sorry, du warst kurz weg. Mein Zahn ist draußen. Was hast du mit deinem Zahn denn gemacht? So, dein armer Zahn. Kannst leider nicht lange bleiben, hab schlechtes Internet. Boah, das hatte ich jetzt die letzten 2 Wochen gehabt, ey, das war schlimm. Aber jetzt ist wieder alles easy peasy. Möchte dich damit nicht groß einnehmen. Nee, alles gut. Alles kein Problem. Alles easy. Oh, Junge, da hat mich einer weggeballert. Was ist das? So eine Schimmelgranate. Granaten. Was gibt's denn Gutes bei dir zu essen, Jeffrey? Ey, ja, komm, jetzt überall nicht Granaten braucht, kommen keine Granaten hier raus, gell? Ich könnte mir ja zu Richtung Dirty. Night Rider, Fahrrad Tempo 50 in einem Fahrzeug. Zerstöre Shop. Das hier.
Oh, oh, bei mir ist einer. Ja, der trifft überhaupt nicht, Junge. Das war der schlechteste Bot ever, den ich jemals hier gesehen habe, glaube ich. Hast du alles von dem? Ja, aber keine Granaten. Ist der Bogen wenigstens gut? Gerade ein Apfel, du weißt ja, dass die Ananas gesund ist. Ananas ist geil. Der Bogen habe ich den richtigen, nur ich brauche 2 Granaten. Aber im Auto fahren wir wieder zu weit, weißt du? Da kann ich keine Granaten suchen. Oh Junge, kann die Hupe mal kaputt gehen? Radio muss aus. Radio muss aus. Radio muss aus. Ich bin hier oben in dem Häuschen. Ich muss ja noch ein paar Granaten suchen. Und noch 2 Stück, ey. Ach, so kurz zum Ziel. Jetzt läuft die Musik auch noch, wenn man daneben steht. Oh mein Gott, ey. Ja, das war schon immer so. Okay, ist mir nie aufgefallen. So ein bisschen leise, so als ob du so vor der Halle stehen würdest. Mhm. Ja, hier ist denn keine. Ich kann so einen Stinkbogen machen. Ich weiß gar nicht, welche ich machen kann. Ich brauche nur noch 2 Granaten. Blut ist immer noch. Also was hast du denn da reingebissen? Also Glasscherben sollte man auf jeden Fall nicht essen. Habt ihr irgendwie Pfeile? Ich habe 20 Stück. Kannst mir welche leihen? Ja. Hey, hier sind keine. Keine Dings, nix. Da sind doch Granaten, Junge. Oh. Oh mein Gott, Dennis. Lol. Was Lol. Ist? Ja. Oh. Was ist mit meinen Augen los, Junge? Und da sind noch welche mehr, wie du brauchst. Oi, 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 oi. Yeah, ich stell eine Beschreibung. Jetzt muss ich 3 Stück insgesamt. Alter, warum? Ach ja. Okay, das hat nicht wirklich gezählt. Egal, aber Hauptsache schon mal 1 von 3. Ach, und Metall brauche ich auch noch. Ah, wie kannst du denn bluten, Jeffy? Was hast du denn gegessen, dass das so ist, dass man blutet beim Essen? Komm her. Ich kenne das ja bei Brötchen, wenn man da isst, dass man bluten kann, wenn das Zahnfleisch so ein bisschen, sag mal, nicht so stark ist und dass man am Rand dann so ein bisschen bluten könnte. Aber weil das so heftig ist, wie du es gerade erzählst, dann muss ja schon so ein Ziegelstein irgendwie versuchen, drauf zu beißen. Hier, Dennis, trink mal was. Trinken ist wichtig. Oh ja, trinken wir mal. Du hast 2 Äpfel gegessen. Okay, bei Äpfel könnte das natürlich auch passieren. Also ich könnte immer raten, so eine Apfelschneidemaschine holen oder wenn man keine hat, einfach mit Messer den Apfel schneiden und nicht in den Finger schneiden am besten. Dann ist das auf jeden Fall mal ein bisschen einfacher zu essen, als wenn man so den Mund aufmacht und dann richtig in den Apfel reinbeißt. Entweder kann man schön der Kiefer knacken oder wie gesagt, das mit dem Zahn. Das kann schnell passieren, wenn man so einen großen Apfel hat. Ne? Da liegt einfach so ein Zahnrad drin.
150. Hä, hey, was geht hier ab schon wieder? Och, Dennis. Ich war das doch gar nicht. Ja, wie sollst du das ansonsten hingekriegt haben? Da hat irgendeiner gegengeschossen oder so. Ich hab da nichts gemacht dran. Also so komplett lost bin ich noch nicht, dass ich da irgendwo... Wir sind aber keine Gegner. Hat nicht irgendeiner reingeschossen? Das sind die letzten für dich. Teil dir die gut ein. Achso, hier ist noch eins. So, 4 Gruppen, 7 Spieler. Weil wäre nicht das erste Mal, dass mir einer hier auf dem Benzinkanister schießt, wenn ich gerade hier so Metall am Farmen bin. Ich guck gleich in der Wiederholung nach. Ja, guck mal in der Wiederholung nach, da wirst du bestimmt nichts finden. So. Na gut, da wirst du vielleicht finden, ob einer jetzt wirklich schon uns geschossen hat oder nicht. Aber ich habe nur so lange aufgebaut, bis ich das Ding da Metall hatte, weißt du? Ja, so, das sind jetzt die letzten 4 Gruppen. Oha, die letzten 4 Gruppen und 6 Spieler. Das könnte ja irgendwas werden, ne? Ja, besonders toll, dass wir hier mitten in der Mitte sind. Hier, lass uns da mal hingehen. Oder nee, hier. Hier. Komm, wir gehen hier hoch. Hier hoch. Ja, da sind sie schon. Da sind sie. Das ist ein Clubbot. Ah, jetzt hat einer von mir wieder gebaut, Junge. Scheiße. Diese Waffen treffen nicht. Ich brauch Pfeile. Das Haus, was du dort abgebaut hast, war Stein. Nee, die Metallfenster da, wo die Metallrahmen waren zum Fenster, da das war das Metall. Und da die Automaten, die da noch rumstanden. Jetzt sagt mir nicht, dass ich für Stein und Metall nicht unterscheiden kann. Ich raste komplett aus hier. Ich raste komplett aus. Ist da hinten einer oder da steht einfach nur. Komm, push gut. Nimm. Du brauchst das. Nimm ich die kleinen. Ich sehe ja noch keinen. Ah doch, jetzt da ganz hinten. Mit dem Bogen in der Entfernung, wie sollst du da treffen? Das ist schon eine Million. Scheiße. Hä, 200 Q. 200 IQ. Ach du Scheiße. Ey, irgendwie kann ich heute gar nicht richtig werfen, Junge. Die haben einen guten Bogen, das wird problematisch. Ich brauche einen guten Bogen. Ah, vielleicht nicht so einen ganz guten wie die, aber. Ach, egal. Attacke! Die bauen und schneller fallen. Das sind die letzten. Letzten drei, das ist das Problematische. Hast du noch Pfeile, Dennis? Ja. Bitte. Aber wird problematisch zu geben, wenn ich gerade gegen bauen muss. Bitte. Warte, ich lass hier runtergehen, so jetzt. Ja, hier. Jetzt bringt das nichts mehr. Schade.
Ah, da liegt aber der eine. Ich will mit Mama, mit meiner Mama gleich Eis essen. Oh, das ist auf jeden Fall sehr viel Betrieb. Also ich kenne das nur von Koblenz. Da stehen manchmal so 30, 40 Leute vor der Eisdiele rum. Die warten, bis sie sich hier Eis holen können. BAM, Alter! Boah, ich hab mich gerade erschreckt, Alter. Ich wollte gerade an meiner Kaffeemaschine, ey. Yeah! Ja, Mann, gewonnen, ey. Hätte ich jetzt gerade gar nicht für möglich gehalten. Ich meine, die letzten drei habe ich geholt. Mindestens die letzten zwei. Ey, dafür muss ich aber jetzt mal einen Cappuccino machen, Junge. Den habe ich mir verdient. So, zurück zur Lobby. Moin Husky! Heile dein Passwort, nicht mit Dritten. Hm. Mach ich nicht, ich hab's nur meiner Klasse gegeben. Na, baue Metall ab, noch 59 Minuten. Füge Gebäuden beim Obstgarten Schaden zu. Na gut, das ist aber nur Goldquest, die brauche ich nicht. Lande beim Pizza-Pad-Ding, ach, da müssen wir nochmal machen. Voll verkackt, ey. Könnt ihr meine FA annehmen? Warte, habt ihr erst meine geschickt? Ich habe hier noch keine FA. Ich habe keine FA hier bekommen. Schickt nochmal. Dennis. Ja? Ich habe die Lösung. Welche Lösung? Hinter der Mülltonne stand ein Benzinkanister. Und du hast den mit dem Zerstören der Mülltonne aktiviert. Aber den konntest du so im Bild nicht sehen, gell? Also wenn du die Position hast, wie ich so praktisch gespielt habe mit dem Charakter vorne. Konntest du aber nicht sehen, oder? Ich guck nochmal. Ich meine, wie heißt ihr? Kannst du das sagen? Achso, ich habe hier Epic-Namen reingeschrieben. Gesehen hast du nicht, aber man hat ihn gehört und hätte noch genug Zeit gehabt, wegzugehen. Ah gut, das Gehören habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil wir am Reden waren halt, ne? Ja gut, dann ist das schon mal, weil ich habe gedacht, hä? Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass einer gegen den Benzinkanister geschossen hat, ne? Das, aber ich habe das Zischen auch nicht drauf geachtet. Hi Felix, grüß dich! Du? Was? Piraten von Fortilla? Eliminiere Gegner, um Goldmünzen zu erhalten. Mit den Münzen kannst du deine Waffen und dein Schiff aufrüsten. Du wirst mit anderen Spielen in Lobby gebracht. Da Solo-Teams. 8 gegen 8 Minispiel. Ja, wenn immer von anderen Spielern erstellt worden ist, ist immer so, keine Ahnung. Out Nati. Gefechte auf engem Raum mit Schrotflinten, Jetpack. Gruppenteile Team, war das nicht schon immer Team? Hey Felix, ist der Pushgott jetzt eigenständig rausgegangen? Ja. Er hat sich aber nicht gemeldet. Na, er spielt jetzt mit anderen. Er will immer mit anderen spielen, ey. Wir sind viel zu schlecht. Ey, Quatsch, kann ja machen, was er will. Da, wo auch die taktische? Fantastisch. Sagt hier, da sind alle Schrottis drin, auch die taktische. Wo denn?
gucken. Ach, wo ist das hier? Genau, hier unten. In Hautnah? Was ist Hautnah? Auf so kleinem, engen Raum bist du mit Nahkampfwaffen irgendwie sowas und war so eine Modus. Ja, es kommt aber drauf an, was hier im Battle Royale ist. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden hier. Das ist der Pizzaladen, der ohne. Da ist dann sehr wahrscheinlich schon nicht die taktische drin. Ja gut, im Modus, das bringt uns ja nichts, wenn da die Dinger drin sind. Wenn du ja nicht leveln kannst oder so. Könnte ich jetzt nochmal gucken. Nach der Runde, Jeffrey. Also während den Runden gucke ich eigentlich nicht nach, wenn mir irgendeine Freundesanfrage geschickt hat. Weil wenn ich ja 3 Sekunden an einem Fleck stehe, dann direkt RIP. Nice, das hat gezählt. Oder eigentlich sind Benzinkanister. Ja, die habe ich ja gesehen, ey. Siehst du, so macht man das. Zack, und dann weg. Falls hier noch einer landen will, findet kein Mensch mehr, dass man hier war. Oh ja, da ohne, was ist denn da ohne hier Schönes? Da ist einer. Hier kannst du eine Pump kaufen. Ich will jetzt den Gegner hier wegmachen. Ich glaube, der macht dich weg. Oh, Alter, das ist ein Team. Alter, das ist, oh, das ist komplett gefährlich hier. Also, da sind 3 Leute. Drei, das geht nicht, das Duo. Also, dass die dann zusammenarbeiten. Ja, das wird direkt gemeldet hier, aber. Oh. Klappe die Klapp. Oh. Ich guck mir das mal an. Da, wo du gerade hingehst, da gibt es auch sehr viel mit Pfeilen. Nein! Der Hebel hat geklemmt. Einen habe ich erwischt. Aber ich brauch den Mechanikbogen, falls ich einen hatte. Ich muss das. Nein. Oh, mir fehlen noch 14 Metall. Hallo ICE-Kasse und moin Vicky. Achso, übrigens, ich muss ja hier Play drücken auf meiner Kaffeemaschine, dass der Kaffee was. Morgen Prüfung. Ja, ich habe schon gehört, ihr habt irgendwie alle Prüfungen jetzt die nächsten Tage. Dann drücke ich euch auf jeden Fall mal die Daumen. So, baue Metall ab, noch 53 Minuten Zeit. Eliminiere ein Spiel bei Dürrburger. Boah, ey, das ist ja komplett random, ey. Rüste Waffen auf. Stelle einen Mechanikbogen. Einen Mechanik-Boom-Bogen. Und ein Mechanik. Ach du Scheiße. Und ein Mechanik. Schock. Wellen. Oh. Ja, jetzt gehen wir mal nach Rätel. Weil. Wir sind der Sträucher. So bitte, ich habe Muskelkater vom Joggen. Wie hast du das denn hingekriegt? Wie lange hast du gejoggt? Wie viele Kilometer? Hast mir deine FH geschickt? Stimmt, die wollte ich jetzt annehmen. Ah, hier, Jeffrey. Wie hieß der Pushgut im Chat? Weiß ich gerade nicht. Das ist einfach mal gerade auf.
Dann Dreidel. Sorry, muss jetzt gehen, wir sehen uns danach. Alles klar, Jeff G. Wie gesagt, Anfang ist angenommen, hast du ja gesehen. Und dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Bis später. Weiß nicht, von uns übers Feld zum Sportplatz geschätzt 3 Kilometer, dann hat er nachher noch Federball gespielt. Dann wird das wahrscheinlich vom Federball kommen. Beine oder so zu überanstrengend oder durch die Bewegung da irgendwie Bein zu belastet oder irgendwie sowas. So, Raid, du musst irgendwelche Schriftstücke finden. Bin ich mal gespannt. Level 34. Jetzt haben wir was gefunden. Allein. Ah, nice. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, hat mein Dad gemeint, das kommt, weil ich faul bin. Boah, das ist aber fies. Das ist aber echt fies. Oh, mir das immer einer gesagt hat, ey, ich bin voll ausgerastet. Vor allem, wenn du so 1 und 2 mit nach Hause bringst. Und dann kriegst du so, wo die meinen, das wäre so ein Witz, als zu sagen, aber wenn du es dauerhaft hörst, boah, da kriegst du Aggression. Habe ich hier auf jeden Fall schon mal einen Hüftlerbogen. Aber ich brauche einen Mechanikbogen. Uhrzeitbogen. Oha, die müssen mit so einem Glas gemacht werden, mit so einem Feuerglas. Schöne Kütte. Ja, wir haben ja Autos.
stimmt. Hier ist sogar ein Ferrari. Granaten. Eine kann ich dir geben. Besser wie nix. Solange du den Stift nicht rausziehst und mir so zuwirfst. Nee, ich will den Stift zu dir schmeißen. Stift rausziehen, Stift zu dir schmeißen, dann bumm. Eben gesagt, jetzt nicht mehr drauf geachtet. Doch. Komm. Komme. Gegenfahren. Ja, besser als nichts, gell? Och komm, was ist das? Was? Och, das ist doch nicht euer Ernst hier, ey. Der will nicht umkippen. Der will nicht mehr drehen. Komm, wir laufen. Was ist das? Nicht wahr. Nicht wahr, Leute. Ach, das ist doch... Erst gehen die Fässer nicht kaputt. Und dann das. Ja, Missouri, grüß dich. Kannst mitmachen. Ja, das Positive ist auf jeden Fall, dass ich meine Medikits jetzt alle benutzen kann, weil ich ja 100 Stück verwenden muss. Besser jetzt als nie. Ja, links rüber, oder? Was ist das? Ich hab. Ich brauch Granaten. Hab ich keine mehr. Warte, die kann ich hinzufügen. Über dem Busch bei der Brücke, ja. Ich brauch ja noch so schwebende Glühwürmchen. Hier ist aber nichts mehr. Da hinten finde ich den Flügelmisch.
Hier ist ein Boot. Aber reicht auch zu Fuß, gell? Ja. Das Update wird noch geladen, ja. Zieh's ruhig. Schon bekannt. Den Einlog-Fehler. Bei mir stand in Fortnite selber, ich soll meine E-Mail und mein Passwort eingeben, hat nicht geklappt. Dann habe ich Epic geschlossen, wieder aufgemacht, dann hat es funktioniert. Richtig cringe auf jeden Fall. Vorsicht, Dennis, da sind welche. Die kommen. Bis jetzt geklappert. Ah, ja. Ja, hier bei uns. Hau ab. Ist ja besser. Also hinter mir. Am Baum war noch einer am Stehen. Ansonsten lauf ohne mich. Ach, du bist auch schon da. Ja, das habe ich vor. Ja, der war das, der mich gekillt hat. Nice. Ja, da machst du nix. Ja, da war der andere da. Och, jetzt belebt er den auch wieder. Ach, Mann. Und das im Wasser. Das nervt. Aber nutze Verbände Medikit 97 von 100. Das ist schon mal sehr. Gut, dann warten wir noch auf Missouri. Das Update ist schon größer, das dauert ein bisschen. Gut, ich geh mal so auf Klo. Ein Dino-Deck bekommen. Wieder Besucher in Wäscherturm. Rüste Waffen auf. Schaden an Fahrzeugen, ein Spieler ist okay. Machen wir einfach noch Besuche, Wäscherturm. Schon mal bereit. Mein Meister. Ich komme jetzt, ja. Gerade nur das hier eintragen.
einen Win eintragen? Nee. Das mit der Kiste eben. So. Wo seid ihr? Bei Sweetie. Okay, ich sag mal, wo ich bin, gell? Macht der Gewohnheit. Weil Missouri, der muss noch laden, weil es dauert schon ein bisschen länger, das Update. Weil es ein ganz großes Oster-Update. Man merkt die Veränderung. Hinter dir ist ein Schimmler. Ja, wahrscheinlich der eine heftige Bot da. Ach komm, diese Waffen, ey. Ah, jetzt kommt er hier. Ich geb mit der Schroti einen Kopfschuss und das zieht nur 99 ab. Was? Oh Mann. Jetzt ist er. Clappy Web. Oh Gott. Wie war das, das Futzel-Kack-Ding zum Speier mitbringen? Genau, zum Speier. Dann kriegst du richtig geile Schuhe. Oh. Richtig heftige neue Schuhe. Wert von 10 Euro. Und gucken wir mal. Hallo Elias, grüß dich. Gucken wir mal, wie heftig die sind. Du sollst irgendwie springen können, dann kannst du während dem Springen mit Fallschirm wieder aufmachen. Kannst du den Gummibären und her springen. Schon mal geschafft. Hi Katze, willkommen zurück. Bin wieder da. Besseres WLAN. Ja, nice. Ganz oben auf dem Turm. Nee, ist ziemlich weit unten. Sobald du kurz die Treppe da hochgehst, bis in der Müll, müsste direkt sowas zum Reinschmeißen sein. Da sind irgendwo, wenn du in der Nähe stehst, sind so komische, so wie Windzüge, die dann darüber so ziehen. Man weiß, dass du ungefähr richtig bist. Ach komm, ey.
gefunden? Nee. Hier. Hier kommt das rein. Und jetzt? Jetzt müsstest du damit auch direkt Fallschirm aufmachen können. Nein. Stehen ja keine Kombos, wollte noch so machen mit Fallschirm. Auf jeden Fall schon mal krank, ey. Irgendwas mit Fallschirm aufmachen auch direkt. Dreimal hintereinander springen mit den Schuhen. Ich habe Fallschaden bekommen. Ich schreibe in dem Chat einer, dreimal hintereinander springen mit den Schuhen. Also auf dem Boden hintereinander mal springen. Ach, ja. Oh mein ja, so Gott. Sowas in der Art, genau. Ich will, dass, wenn ich runterfalle, der Fallschirm sich aktiviert. Ich wusste nicht genau, wie das geht. Ich weiß nur, dass es mit Fallschirm geht, aber das dann mit dreimal springen. Aber krass, oder? Also, wenn du da irgendwo am Ende des Kampfes bist, ey, ist schon krank. Ja, dann brauchst du ja erstmal 10 Sekunden. Aber erstmal so, dich zu treffen, so? Ja, ey, da hast du gar keine Chance erstmal. Oh. Dass du da dreimal gesprungen bist. Oh, oder kommen gilt. Ja. Mal gucken, ob das Springen hilft. Hey. Ja. Hat sehr viel geholfen. Die Schuhe sind scheiße. LOL, was war das denn, Junge? Er hat mich direkt aus dem Leben gebeamt. Oh, nutze Schildaufträge, Schildtränke. 190 von 250. Zerstöre Sträucher. Darf ich gleich mitspielen? Kannst du machen, Elias, wenn du Lust hast? Spiel schon gestartet? Neue Aufträge. Triff Schwachstellen 25. Finde Tarana. Eine Plünderin namens Tarana hat etwas, das du brauchst. In Bernie Bobs. Ja, nice. Gibt 1K. Dann hast du die 1K. Dann hab ich 1K. Bis Epic Slide. Ja, ich hab dich ja eh am Accountnamen-Dingens gespeichert. So. Rio. Dann müssen wir noch Bernie Burbs. Muss ich hin.
11 Wochen, 3 Tage. Geht die Quest noch? Ist sowieso dein Lieblingsort? Bernie Bony Burbs. Naja. Ich finde Rattle und Holy eigentlich ganz cool. Alter. Guck ich, wie der Mond so wieder hier untergeht. Ist der Monduntergang nicht wunderschön? Oh nein, es wird auf einmal hell. Wir haben nur 3 Minuten Tag und 3 Minuten Nacht. Sind ja nur noch anonyme Leute, die mitspielen. Och komm! Wie bitte? Ey, die sind auch die Quester machen wie ich. Ey, wie geht er denn hier? Deswegen sind auch so viele hier, die wollen alle zu der Tatana da, wie die heißt. Muss auf der anderen Seite irgendwo, ja. Ah, der hat mich gekillt. Fünf? Im Ernst? Sonst belebt er seinen Schimmler wieder. Machen wir nochmal, Elias. Ich brauch Gesicht.
Komm, Spiel starte. Jawohl, es geht los. Du kannst Bäume, Felsen und Gebäude aufzustellen, indem du auf sie schießt. Tipp des Jahrhunderts, ey. Juhu, es geht los. Wie kann ich mit euch reden? Momentan gar nicht. Ich mache momentan keine Discord-Berechtigung, Elias. Also momentan geht nicht. Immer wenn ich Termine gemacht habe, sind die Leute nicht erschienen. Jetzt habe ich momentan keine Lust mehr, so neue Leute mit denen Gespräche zu führen, dass wir live mitreden können. Ich will einfach nur entspannt zocken können. Die wollen hier all die Quests machen, das ist nicht normal. Ganz wichtig. Okay, ich muss die wahrscheinlich kaputt machen. Bekommen konnte, die ist jetzt aber auf jeden Fall mein Geist. Oh, diese Waffen machen keinen Schaden und treffen nicht. Das ist bei mir genauso der Fall. Das ist ein Rotz. Okay, die Quest macht momentan erstmal gar keinen Sinn zu machen. Ich habe die abgeschossen gehabt, aber irgendwie kam nichts bei raus. Und es landen zu viele momentan da. Eine Plünderin namens Tarana hat etwas, du brauchst. Ja, was hat die denn? Größte Waffen auf. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal nach Holy oder so. Kann mal gucken.
Ich finde Schriftstücke. Ja, gib mal Rätsel. Ich bedauere das vor lange, ey. Bist du auf Twitch? Momentan nicht mehr. Ich bin jetzt eigentlich nur noch auf YouTube momentan aktiv. Dein Juno hast du auch fallen gelassen? Ja, momentan ja. Na gut, da kann ich ja jederzeit mal rein, wenn ich will, gell? Aber es ist halt einfach nur die Zeit. Wenn man nach 3 Stunden nur nach der Arbeit was machen kann, ne? Entweder YouNow, YouTube oder Twitch. Dann müsste ich Vollzeit-YouTuber irgendwie was sein, weißt du? Dann kannst du echt alles machen. Dann kannst du da mal einen Tag online, da mal einen Tag. Ja, klappt ja alles nicht. Das will ich sehen. Bam. Oha. Easy Clubbot. Ja, 12.000 XP, nutzt Verbände und Medikits. Nice. So, jetzt noch mit den Schwachstellen. So, erledigt. Jetzt muss hier irgendwo noch ein Brief liegen, den ich hier suchen muss. Oh, die Gegner halten mich von meinen Quests ab. Willkommen im Battle Royale. Ist so.
Nice, der hat sich auf mich konzentriert und ist weggeballert. Ja. So, jetzt muss ich mich um meine Dinger hier kümmern. Hey Panda! Habt ihr Mechanikteile? Also, null. Ja, wenn er alleine die ganze Zeit rumläuft, da kann ich nichts machen. Guck ich mal von weitem, was hier abgeht. Da ist ein Dino, Junge. Der ist richtig hyperaktiv. So, jetzt habe ich einen Bubenbogen, aber keine Pfeile. Alter, hier sind voll viele Dinos, hier kommst du gar nicht drauf klar. Ja, hol die Karte. Geht nicht, die Dinos sind voll OP. Geht man auch in die Wildnis alleine? Warum kann ich einfach nicht meine Quests machen, Junge? Mit deinen Quests. Weil ich will schneller leveln. Weil hier sich immer in Probleme beabsichtigt stürzen. Die sind zu OP, scheiß Dinos. Hi. Yeah, Sträucher zerstört. Ja, die Zone gut. Bei mir ist alles fit, Panda, und bei dir? Hier ist ein Auto. Oh, ich hab auch eins. Okay. Auch nicht. Ah, doch, bitte. Doch eins. Ja. Komm. Fahr ruhig, fahr ruhig. Muss leider offline, Elias, kein Problemchen. Danke fürs Mitspielen auf jeden Fall. Dann bis nächstes Mal. Tschüss. Da macht das Wiederbeleben keinen Sinn. Oh, mein schönes Auto hier. Illegales Autorennen hier. Ist echt so. Da ist ein Schimmler. Den habe ich angefahren, der hat nicht mehr viel. Der hat auch nicht mehr viel. Aber schau ab. Junge, der liegt. Schau ab. Kriegst du den anderen? Ich habe zu wenig Leben. Ja, er ist kaputt gefahren. Oh, oh.
Dennis. Was soll ich machen? Soll ich nicht bekommen noch? Ich wurde mich verfolgt von denen. Bringt noch nichts mal in die Zone reinzugehen, weil ich nicht keine Lebensheilung Dinge habe. Vergiss es, wir können neu starten. Da mache ich gerade noch die 10 Sekunden, die ich überlebe, zu Ende. Das im Auto fahren müssen wir noch üben. Ja, hast gesehen, wie ich die zwei platt gefahren habe da und dann kamen dann noch welche, die mir hinterher schießen und mich voll verfolgt haben. Das sind die Glabauder Männer. Zone. Ne, der eine Klabauter hier. Ah, muss ihn nur rufen. Ah, jetzt endet. Das Outfit kann doch auch keinem gefallen, ey. Da zu Fuß zurückgelegte Distanz. 113.063 von 150.000. Der ist bei mir irgendwo untergegangen. Ist er wieder da? Hab ich doch richtig gehabt mit 150.000. Neue Quest ist Bananen. 22.000. Trage einen zu Boden gegangenen Gegner und lass ihn fallen. Es hat letztes Mal ja nicht funktioniert. Wo
robuste Waffen aus. Finde Schriftstücke in Pleasant Park, Lazy oder Rattle. Ja, das krieg ich irgendwie nicht hin, ey. Hey, ich hab doch. Du musst Duo machen. Ey, wieso hat der schon wieder umgesprungen? Ich hab doch Duo gedrückt. Lol. Ja, deswegen. Geile Geräusche auf jeden Fall machen. Echt? Ja. Dann rat mal, was ich gerade esse. Chips? Nein. Würmchen. Mhm. Auf irgendwas, was in der Tüte drin ist. Ja. Gummibärchen. Mhm. Dann komme ich nicht drauf. Denk mal nach. Kein Plan, darüber mache ich mir keine Gedanken. Was steht denn in deinem Titel? Osterschokolade. Mhm. Osterschokolade. Ja, ich esse jetzt keine Schokolade, ich kriege viel Magenschmerzen. Hier ist ja eine Saloon-Lade, die ich eben nicht gefunden habe. Kann ich eigentlich kombinieren, gerade die Quest. Oh, da landet auch einer. Das ist das Schlimme bei Battle Royale, du hast immer da abgeknallt, Junge. Mach nur so einen scheiß Emote, Junge. Hoffentlich sitzt er am Klo, macht nachher richtig schöne Ostereier.
Komm her, du Schlingel. Bam! Moin moin, heute habe ich 0 Ping und 70k Internet. 70k Internet funktioniert eigentlich noch. Nur 0 Ping. Aber umso weniger der Ping eigentlich ist, umso besser ist es ja eigentlich. Mein Fortnite Ping ist 26. Aber da kann man nicht so nachgehen. Streamen zieht ja auch noch viel. Hatten die da eine Karte geholt? Nee. Interessant, dass sie dann wussten, wo ich war. Ich wurde direkt weggemurkst. Hm. Ach komm, ey. Aber die gehörten wahrscheinlich gar nicht zu dem. Weil es vielleicht. Ja, ich brauche 4 Mechanikteile. Toll. Aber gibt es eigentlich viele da im Bauernhof oder nicht? Ja. Kann man jetzt mitmachen? Klar, schon die ganze Zeit, Shadow, konnte man mitmachen. Da ist noch ein Schimmler. Da ist ein anderer Bogen. Vielleicht ist das so ein Mechanik-Ding. Yay! So, jetzt noch 3 Granaten. Dann mag ich mal, ob du direkt welche findest, wenn man die braucht. Ja, hallo Takaya, einen wunderschönen guten Halli, hallo, hallöle. Ja, Hallöchen zurück. Ich hab sie. Yeah. Jetzt kann ich die Schildis wieder nehmen. Und jetzt bumm, direkt weg. Kannst du mich einladen? Warte in der Lobby. Ja, aber nach. Aber wenn ich in der Lobby bin, würde ich mal einladen. Weil fange ich lieber nicht an, während dem Spiel oder einzuladen. Erstens sieht man vom Gameplay nichts. Zweitens lieber Lobby. Weil so viel Zeit muss sein. Weil eben haben wir ja auch ein Problem gehabt, dass einer mitspielen wollte und plötzlich während dem, wo der kaputt gegangen ist, er muss offline. Einfach während dem Spiel. Man kennt's. Thank you.
Der Gegner ist ja nicht im Schützenverein, ey. Kommt bei mir jetzt auch drauf an. Ja gut, wenn wir jetzt Trio spielen und du musst während der Runde offline, das wäre für uns nicht vorteilhaft. Also wenn du nicht wirklich Zeit hast, dann am besten lieber später. Als wenn du jetzt spontan irgendwie Schwester abholen musst und so und wir hängen dann Duo gegen Trio. Weil das macht nämlich keinen Sinn dann. Weil dann machen wir lieber hier weiter Questen und alles drum und dran. Als wenn du jetzt mitten in der Runde offline gehen musst. Da springen sie rum. Hey Fortnite Bro, kann man Sonntag an Ostern pro Sieg was gewinnen? Ich sag mal nein, weil die meisten eh jetzt nur wegen Fortnite kommen und das letzte Gewinnspiel, was ich gemacht habe, einer lauter versucht hat zu betrügen und alles drum und dran, habe ich jetzt momentan gar kein Interesse an einem Gewinnspiel. Weil die meisten kommen einfach nur, wenn sie was gewinnen wollen oder kommen wegen Fortnite. Deswegen habe ich momentan jetzt gerade nicht so ein Interesse an irgendeinem Gewinnspiel zu machen. Weil dann sind sie nämlich wieder alle da. Und wenn kein Gewinnspiel mehr ist, dann hauen sie wieder alle ab. Hi Jeffrey, willkommen zurück. Wann kommt Among Us Chat Stream? Das kommt auch, wenn ich Lust dazu habe. Aber da momentan ja eh nicht so viele Leute da sind, macht auch keinen Sinn, wenn ich dann bei Among Us da in der Lobby warte und kein Mensch kommt, weißt du? Das macht für mich keinen Sinn und für euch macht dann auch keinen Sinn. Du wärst dann da. Ja gut, bringt mir nichts, wenn ihr nur so ein, zwei Runden dann da seid und dann hättet ihr keinen Bock mehr oder Eltern rufen jemanden oder wie auch immer und dann kommen wir nicht mehr weiter zum Spielen. Das ist halt immer die Sache, ob jemand da ist. Weil viele sagen immer, ja, ich bin da und dann da und dann ist doch was dazwischen gekommen, dies, das, weißt du, kein Verlass auf manche. Deswegen weiß ich nicht so genau, wann ich das mache. Bei jedem anderen Stream, immer wenn ich andere Spiele mache, heißt es, oh, wann spielst du wieder Fortnite? Wann machst du dies, das, was, bum, bum, bing, dam, bum. Und wo sind sie jetzt alle? Jetzt machen wir schon Fortnite mehrere Stunden. Und wo sind diejenigen, die die ganze Zeit mitspielen wollen? Ich habe ja sogar das Datum gesagt, wann wir anfangen und wie viel Uhr. Und kein Mensch da, weißt du? Warum soll ich dann so Among Us Chatrunden machen, wenn da keiner mehr da ist, weißt du?
Ach, scheiße. Keine Glocke aktiv, sage ich nur. Das kann gut möglich sein. Oder versprechen immer da zu sein. Und dann kommen sie nicht. Einfach ab durch die Mitte. Also wenn ihr alle Zeit mitgebracht habt für mindestens mal 20 Minuten, dass ihr mitspielen könnt, ohne dass ihr irgendwie von den Eltern gerufen werdet und so, dass ihr währenddessen die Runde verlassen müsst, dann könnt ihr gerne mitspielen. So, also zum Beispiel nächste Runde, da hätten wir noch zwei freie Plätze frei, also würde Shadow mitspielen. Und Jeffrey dann. Aber meistens die so 4-5 Mal die gleichen Nachrichten schreiben und dauerhaft fragen, die setzen auch schnell mal eine Stunde aus. Lade mir dann kurz was. Hä, wie willst du denn mitspielen, wenn du es noch gar nicht runtergeladen hast? So, Among Us letzte Runde. Ach so, ich habe schon gedacht, solche Lobby einladen hier in Fortnite, hast du Fortnite noch nicht mal installiert. Ja, moin Thomas, moin moin. Das Lustige ist, haben ja schon mal welche gebracht. Ey, kannst du mich in die Lobby einladen? Ja, du bist nicht online. Ja, ich muss das Spiel noch installieren. Ich muss den Computer erst anmachen, ich muss das Spiel noch installieren. Dann viermal um die Schlossallee rumlaufen, fünfmal über losgehen. Und dann rufen die Eltern, ich muss doch offline. Der Bogen hat auch keinen Bock. In der FA. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber ich habe nichts gelöscht, das kann ich euch sagen. Ich habe nichts gelöscht. Ansonsten schickt mir gerade eine Anfrage, dass wir direkt starten können. Vier Gruppen, alles Zweier. Das haben wir eben gehabt, Takaya. Wollt unbedingt einer mitspielen? Und währenddessen der kurz gestorben ist, aber die Karte eingesammelt worden ist, muss er offline. Ja, dann haben wir Duo gegen Trio. Mega cool auf jeden Fall mal. Fällt einem jetzt direkt mal während der Runde ein. Obwohl die Runde erst so 5 bis 10 Minuten so ging. Muss man einfach mal offline. Hauptsache immer fragen, kann ich mitspielen, kann ich mitspielen? Sag's ja und haben keine Zeit. Heute spiele ich kein Among Us, Jeffrey. Und wann ich Among Us spiele, das ist auch fraglich. Komm nicht rein.
Oha, sieht gut aus. Direkt von 7.05 Uhr. Ein Zweier nur noch. Weil jetzt kommt ja gleich die Tür rein und dann machst du ihn weg. Ich hoffe. Ich fürchte nicht. Nee, ich zock kein Apex, Shadow. Psst. Er hört uns sonst. Ja. Leise. Er riecht den Duft. Das kann gut sein, weil die sich schon bestimmt 2 Wochen nicht gewaschen hat. Die riecht den Alkohol. Oh, Jeffrey, du bist schon ein bisschen anstrengend. Kann das sein? Nur, was verstehst du nicht daran, dass ich dich nach der Runde in der Lobby einlade? Drei Gruppen, 4 Spieler, immer noch ein Zweier. Aber ich bin zumindest ein bisschen gut wegen der Zone. Wann bekommt man eigentlich Mod? Muss man eine lange Zeit bei dir sein? Also Mods, die suche ich aus, die wirklich sehr lange, also fast jeden Tag bei mir online sind. Und wenn es von Nutzen ist, wenn ich jetzt mehr Mods bräuchte, wenn wieder die Userzahl höher geht, also die Zuschauerzahl, und ich dann wieder Mods brauche, dann komme ich auf die zu. Aber ich sag mal so, die einmal in 20 Minuten nur mal vorbeikommen, also die brauche ich auf jeden Fall nicht als Mod. Die sollen. Scheiße, hau ab. Alles nur noch einer. Ja! Crazy. Ja! Weil manche habe ich gesehen, die tun auch viel nach Mod rumgeiern, so in 10 verschiedenen Chats mal Mod. Aber du kannst ja wirklich nur so ein, zwei Chats eventuell im Auge behalten, wenn da irgendwas ist. Sonst kannst du das Amt ja gar nicht richtig ausführen und das ist nicht im Interesse des Streamers und alles drum und dran. Deswegen brauche ich welche, die immer jetzt da sind und die auch ja, sinnvoll für mich ergibt. Hallo Elias Fix, grüß dich. Ich will jetzt hier kurz eine Frage mir noch beantworten, und zwar, was ist mit dem Schimmler oben passiert? Ist der ja, in der Zone vergammelt? Weil ohne Einladen kannst du ja nicht mitspielen, logisch, oder? Ein Moment, ich will mir gerade die Frage noch beantworten. Danke, Elias. So, da war nämlich noch einer, der nicht. Der ist oben. Und dann, was hat er dann gehabt? Der hatte nur noch ein paar Leben gehabt. Vielleicht so 33. Und dann Fallschaden oder was? Er sieht mich.
Ich sehe ihn. Ich gehe wieder rein. Oh nein, der ist in der Zone vergammelt. Der ist... Vergammlungswind? Sozusagen, ja. Ja, geil. Ja gut, ich hatte den letzten noch manuell erledigt. Aber ich hatte gedacht, oh mein Gott, den will ich jetzt nicht anschießen. Aber der ist in der Zone. Ah, jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt komm, jetzt spiel ab. Der lädt und lädt. Ja, der ist halt, hat sich in die Zone befördert. Und hat dann den kürzeren gezogen. Ach, das lädt immer. So, der hat dieses komische Portal, dieses Sprungfeld-Dingsi da oben benutzt. Hatte irgendwie gemeint, damit könnte man noch was reißen, aber der ist dann zu weit in die Zone rein. Hallo Tampa. Grüß dich. Deine Mama holt deine Schwester ab, hast genug Zeit. Das hört sich gut an. Aber ich spiele jetzt nicht mehr so lange Fortnite, weil gleich kommt Wreckfest. Ja, nicht nur die Runden, Tampa, sondern die Siege, Junge. So. Ja, der Dennis hat keine Lust darauf, Leute in den Discord zu holen. Aktuell hat er eben gesagt, das ist das Problem. Dann müssen wir halt so spielen. Momentan kein Bock auf neue Discord-Dinge. Ja. Ist eh kein Verlass auf die Leute und wollen immer direkt alles jetzt haben. Hier reden die Stars und dann kommen sie nicht mehr wieder. Warum soll ich mir einfach die Arbeit machen? Sehe ich nicht ein. Ich will ja eh eigentlich nur spielen. Einfach mein nach der Arbeit meinen schönen Ausgleich haben und so. Die meisten kommen dann eh nur wegen Fortnite. Warum soll ich schon immer was? Immer Discord mit meine Zeit verschwenden, die ich dann habe am Wochenende, die ich nach der Arbeit noch Zeit habe, um einfach mal für mich was zu spielen, und muss ich auf die Leute immer in Discord warten, bis sie da reinkommen, weil dann doch irgendwie immer was dazwischen kommt bei denen. Ja, habe ich einfach keinen Nerv mehr für. Wurde jetzt glaube ich schon 3, 4 oder 5 Mal, ich weiß es gar nicht, oder sitzen gelassen im Discord, obwohl mir immer welche versprochen haben, ja, die sind da um die Uhrzeit da. Ich war da, ich habe die sogar persönlich angeschrieben. Und dann sehe ich noch, dass die verschiedene Spiele die ganze Zeit am Spielen sind. Ich so, Alter, ich so, wir haben doch um die Uhrzeit ausgemacht. Ja, noch eine Runde. Wir gehen 30 Minuten vorbei, eine Stunde. Und dann nach 3 Stunden, so jetzt kann ich, haben sie geschrieben. Ich so, ey, komplett lost. Naja, hab ich keinen Bock drauf. Hey, du suchtest ja jetzt richtig rein bei Fortnite. Auch es geht eigentlich. Also, ich habe ja hier viel EP-Boost und so. Ja, und die Quest, die bringt halt sehr viel momentan, deswegen geht es eigentlich voll easy jetzt steil nach oben mit den Leveln. Aber ein lustiges Dreiviertel, wie gesagt, die sich als Mod beworben haben, die sind so gut wie gar nicht so aktiv, wo ich als Mod zulassen würde. Deswegen habe ich mit den Mod-Bewerbungen auch immer abgewartet, ob da jetzt wirklich Aktivität hinter ist oder ob die einfach nur Mod haben wollen, um Leute dann sperren zu können, alles drum und dran, weil manchen liegt ja auch das Interesse da dran. Alles klar, Elias. Wie gesagt, nachher geht's mit Wreckfest weiter. Da werde ich dann keinen Stream machen, weil ich das manuell aufnehmen werde. Und dann werde ich es hochskalieren und dann halt nochmal als Premiere raushauen, wenn ich keinen Bock auf Streamen habe. Und dann kaufe ich mir irgendwann nochmal hoffentlich bald einen neuen Monitor für ein paar hundert. Hallo Hirotil. Und dann streame ich generell in 1440. Alimox Extra wollte, dass ich dir einen Gruß von ihm geben sollte. Grüße. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall mal zurück. Tja, ich bin halt nicht der beste Fortnite-Spieler, aber taktisch bin ich sehr, wie soll ich sagen, geschickt. Weiß ich nicht, was das gute, beste Adjektiv dafür ist. Aber auf jeden Fall einfach mal abzuwarten und einfach andere mal machen zu lassen. Ja, hat sich zumindest gerade als
die beste Taktik herausgewiesen. Natürlich nicht jede Runde, ist klar. Nee, Tampa, meine Brüder sind auch ohne Mod damals, ohne Bewerbung damals Mod geworden. Der Tier ist auch ohne Bewerbung Mod bekommen. Aber ich will lieber die Bewerbung haben, weißt du, weil bei manchen ist so Unsicherheit, weil die meisten ja eh nur Mod haben wollen, um Leute sperren zu können, um dann halt die Macht im Chat zu haben. Und dann laufe ich nämlich in der Bannliste hinterher, dass sie alle rausgeholt worden sind, weißt du, hab ich auch gar keinen Bock drauf. Deswegen passe ich lieber auf, wer Mod ist und wer nicht. Wenn einer in einem Monat nur da ist, weißt du, der bekommt auch keinen Mod von mir. Warum soll ich einen Mod geben? Gar keinen Sinn. Und vor allem die dann manchmal 7-8 Mal im Chat schreiben, ey, kannst du mich einladen, dies, das, bam. Da weiß ich direkt schon, was da passieren kann. Man muss ja auch geduldig sein, manchmal. Ein bisschen geduldig sein. Na gut, diejenige ist ja selbst schuld, dass sie nicht mehr in den Chat kommen kann. Dass das erste Ziel daran liegen sollte, mich dauernd zu verarschen und hier so Challenges zu machen, wer hier so die meisten Bans bekommt und wie oft man dem Dennis auf den Sack geht. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich einfach in meiner Freizeit spielen will. Und sowas toleriere ich einfach nicht mehr. Die kommen einfach raus aus dem Chat, weißt du? Die können einen neuen Account machen, ist mir wurscht. Kriegen sie auch nochmal einen Bann. Was für ein armseliges Verhalten. Aber hier Challenge machen, wer am meisten Bann bekommt, wer am meisten Dennis nervt, wie viele Minuten er dann irgendwann was macht. Oh, ey, gar keinen Bock auf so Leute. Komm, wir machen eine Herausforderung, wer als erstes von uns in den Knast wandert. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Party. Meine PC-Anforderungen, die ich alle habe, die stehen unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn es interessiert, was für Komponenten drin habe. Also alle, die schon nach Mod fragen, die bekommen sowieso kein Mod. Weil es ist ja schon lange bekannt für diejenigen, die oft da waren, dass es Bewerbungsphasen gibt. Steht auch im Discord, überall steht das. Und die dann dauernd nach Mod fragen. Das ist dann leider Fehl am Platz. Okay. Ja, finde ich auch. Also mit Mods bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also es gab bisher nie Probleme. Und die sind alle für alle zufrieden ausgewählt, sag ich mal. Die gab nie Probleme und ja, ich würde eigentlich jetzt momentan nichts ändern wollen. Weil ich vor, ich komme von der Arbeit nach Hause, will einfach zocken, ist der ganze Chat leer geräumt, da muss ich erstmal die Bannliste da aussortieren, bevor ich erst wieder nach der Arbeit zocken kann. Boah, da habe ich gar keinen Nerv für sowas. Deswegen direkt vorbeugen, dann passiert sowas nicht. Wenn man die vertrauenswürdigen Leute drin hat und dann ist alles auch wieder safe. Diese Bögen treffen. Wenn du keinen Discord haben darfst, Fortnite Pro, dann geht sowieso als Mod nicht. Weil du ja überall den Rang und Status bekommst dann. Weil ich muss mit den Leuten ja auch irgendwie kommunizieren können. Wenn irgendein Fall passiert ist im Chat, dass ich mit den Mods dann unterhalten kann. Und wenn du keinen Discord hast, dann geht das sowieso nicht. Hallo Ilias. Ilias, hi, grüß dich. Mir geht's prima, und selbst? Keine Sorge, ich will kein Mod werden. Das Lustigste ist ja bei manchen, die dann nach einmal im Monat wiederkommen, dann kann ich Mod, dann verschwinden sie wieder 2 Monate, kommen wieder. Ja, wie sieht's aus mit Mod? Kennst du mich von heute Mittag noch? Ah, du bist der Push. Gut, ja, dann tue ich deine Anfrage gleich annehmen, weil ich dich gerade nicht zuordnen konnte, wie du im Chat heißt, aber tue ich dir gleich die Anfrage annehmen. Zone nicht vergessen. Ups, hab ich nicht gegensetzt. Ups. Stimmt ja, die Zone kommt ja. Egal, ich habe noch ein paar Fischis und ein paar Äpfel dabei. Hey, Fussel und Jesse, Hallöchen. Jesse da muss gerade wieder essen. Da guten Hunger auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen hier was gesnackt. Ich habe hier so ein bisschen Pistazien noch liegen.
keine Lust. Kommt ihr? Ich bin unterwegs. Ich hab hier Leute. Achso, der hat Radio an, geht nicht. Keine Lust auf Copyright. Weil eine Schmucke im Auto, liebe Zuschauer, kann man nicht anmachen, weil sonst meine Monetarisierungseinnahmen weg sind. Ich dann zu Fuß. Bei YouTube macht man dann Auge. Ein Froschi. Ein Froschi. Oh. Das ist natürlich selbstverständlich, dass man einen Stinksack bekommt. Okay. Was kann ich jetzt machen? Nix. Ja, Husky, kannst nächste Runde mitspielen. Wenn noch einer mitspielen will, also noch einen Platz haben wir frei, dann tun wir nämlich die Runde die Leute austauschen. Dass wir uns alle abwechseln. Das ist keine Fortnite-Musik im Auto, Shadow. Das ist nämlich auch manchmal hier so Justin Bieber oder so läuft. Oder von Ed Sheeran sind da manche Songs. Das ist schon auf Copyright gegangen bei mir. Weil ich das alles schon ausprobiert habe und kein Bock auf Werbeeinnahmen weg. Deswegen, wenn die Mucke an ist im Auto, steige ich direkt wieder aus. Was gibt's denn Gutes bei dir, Jesse? Muss das liegen lassen. Ich will mir unbedingt so ein Du willst ja noch so einen Stinkbogen machen, wenn ich genug Material. So einen Mechanikbogen. Ich brauche noch 3 Teile. Das wird eigentlich, genau von dem Wort eigentlich, Shadow. Ist aber nicht eigentlich, sondern es ist wirklich Tatsache, dass die Monetisierungseinnahmen weggehen, weil die Copyright von Sounds benutzen, wie Achievement und so ein Kram. Aber das hat ja nichts mit Fortnite selbst zu tun, sondern einfach die Copyright-Dingens da, die ID. Weil die können ja nicht einfach halbwegs das vom Sänger klauen und YouTube steckt dann darauf an. Das funktioniert ja so nicht. Ey, hier sind 2 Dinos, Alter. Boah, Junge, die sind voll OP. Aber bist kurz beschäftigt, lässt uns hier noch laufen. Oh, das ist aber nett von dir, Fussel. Copyright Claim habe ich noch nicht bekommen, nur dass ich Copyright hatte und den Stream drin lassen durfte, ohne Konsequenzen. So, steigt ein. Steigt direkt ein. Direkt einsteigen, nichts machen. Komm. Du bist eingestiegen. Dann geht das nämlich noch. Hoffe ich. Seit wann gibt's Arc-Dinos in Fortnite? Seit dem Oster-Update. Die sind ein bisschen OP. Die Dinos gibt's seit heute, soweit ich weiß. Oh Gott. Dennis, hast nix zum Heilen. Nee, nix. Nur Schildis, aber die bringen mir ja nix. Ein HP, oha. Ach, komm. Ja, dann. Muss der jetzt da sein? Das könnte knapp werden. Hier. Oh, das könnte ich schaffen. Ui, ui. Ui, boah.
haben die immer richtig heftig die Arc-Dinos reingemacht. Aber was Dinos jetzt mit Ostern zu tun hat so, das weiß man nicht so genau. Das sind bestimmt die Osterdinos. Bestimmt wegen Eiern. Ja, das könnte sein. Dino-Eier, Ostereier. Nice, du bist schon wieder geholt. Ich hab dir Schildis hingelegt. Wo ist der Alex? Der soll mal ein paar Dinos zähmen kommen. Vielleicht spielt der Alex jetzt wieder Fortnite, um einfach hier die Dinos zu zähmen. Da meinte er, er wäre nachher in Ark drin. Doch, da sind in dem Item-Shop sind auch so Osterskins drin. Also es hat mit Ostern auf jeden Fall was zu tun. Also sind viele Ostersachen reingekommen. So ein Osterhasen-Skin. Kann man sich mal holen oder man kann auch sein lassen. Das könnte auch sein, dass die Dinos ein Teil der Geschichte sind. Das könnte natürlich auch sein. Dass das kein... irgendwie trotzdem ich auf Ostern nix. Bezogen ist, dass sie an Ostern gedacht haben, wir machen mit Dinos Eiern. Schaffen. Könnte natürlich auch sein. Hätte ich nichts machen können. Nächste Season spielt in der Eiszeit mit Mammut und Woll, Hanas. Das wäre natürlich richtig heftig. Oder so Teletubby-Welt. Oder so eine Teletubby-Welt rum, dass sie die Sonne als so ein Baby-Gesicht. Oh, das wäre so übel. So, Missouri will mitmachen. Ja, dann wäre der Husky in der Missouri jetzt dran. Husky, dann lade ich Husky ein. Spielt Gruppenkeile, egal, einladen. Deine Coins gehen nicht höher, doch, müsste normalerweise. Alle 5 Minuten müssen die höher gehen. So, ist der Missouri drin? Aber dann warst du nicht 5 Minuten am Stück drin, Jesse, oder? Weil normalerweise probier gleich mal in 5 Minuten nochmal. Stell euch mal eine Dragon Ball Season vor und die Map ist ähnlich wie Namek aufgeholt. Oh, dann springst du so rum wie bei Spellbreak. Ja, dann let's go. Hab im Hintergrund bei Among Us laufen lassen, ohne halt drauf. Ach so, ich glaube, das muss im Vordergrund stehen. Also der Vordergrund der Chat auf sein und
wegen Schreiben. Alle 5 Minuten was schreiben, sonst kann er das nicht berechnen. Also man muss alle 5 Minuten auf jeden Fall was reingeschrieben haben. Weil nur so im Hintergrund Dingsbums, das merkt sich YouTube. Das ist genau wie wenn du, sagen wir mal, RTL noch auf hast und du willst dann einen anderen Tab öffnen, dann bleibt der Stream einfach stehen, wenn da Werbung ist und geht die Werbung nicht weiter. Bis du wieder auf den, praktisch auf den Werbung-Tab draufgegangen bist, erst dann kannst du weiter gucken. Weil sonst würden die sich ja hier mit so 5-6 Dinger da einloggen und haben da 6-7 Tabs auf, um dann irgendwie so Coins zu farmen. Das geht natürlich nicht so einfach. Weil wenn du mit 7, 8, 9 Accounts so eingeloggt bist, stell dir vor, und alle im Chat so, dann tun die ja, wenn der nicht im Hintergrund ist, kriegen die einfach Coins dazu. Das wäre ja auch natürlich unfair. So, würde ich sagen, gehen wir mal hey hin. Ja, ich habe da mal nachgelesen gehabt, also wenn das nicht im Vordergrund ist, dann wird das meistens nicht mitgezählt von Streamlabs. Aber die machen ja momentan auch ganz viele Updates und so, da läuft irgendwie auch nicht so alles rund bei denen. Die sagen noch nicht mal Bescheid, was sie so alles updaten. Gibt auch kein richtiges geiles Streaming-Programm mehr so irgendwie. Die sollen einfach so ein stinknormales Streaming-Programm machen, was alles funktioniert und einfach keine Updates mehr machen. Hallo EA, Joy Joy, Grüße. Würdet ihr euch auch einen Son Goku-Skin holen? Das ist eine gute Frage. Also nicht für einen 20, auch nicht für einen 10er. Vielleicht mit erspielten Weebucks. Willst auch mal 1k haben? Aber wenn man am Ball bleibt, geht das. Geht das voll klar. Du hast 18.000 Hour. Ja, aber viel durch Fernsehen halt, ne? Kann man ja nicht so Stream-Content-mäßig bewerten. Ich habe nicht mal 200. Ach, das kommt noch alles. Manchmal muss man ein bisschen Glück haben. Also manche sind ja auch, die wundern sich, warum die Abonnentenzahlen nicht so hoch gehen. Das ist dann zum Beispiel, wenn ich bei manchen drin bin und die haben da hier so Kreativmodus und 16... die gefühlt so 5-jährig sind und die dann nur am Rumschreien sind und die wollen einfach nach der Schule einfach einen entspannten Stream haben, dann ist klar, dass die alle abschalten dann. Deswegen hole ich auch keine Schreihälse rein. Und keine Waffen. Lol. Ich hab den mit der Spitzhacke weggemacht. Sorry, ich muss leider auch. Also ich hab keinen Akku mehr. Dann kein Problem, Jeffrey. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke, dass du da warst. Und jo, dann lad mal Handy auf. Ah, hier Bananen, nice. 2 Bananen nur. Ich brauche noch eine. Und Waffe.
hast du gerade die Pump geklaut? Eigentlich klaut hier jeder immer was. Bin ich schon gewohnt, also da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Und wenn du ein Auto hörst gleich im Stream, kann nur einer sein. Bei Missouri wird die Pump auch benutzt. Dann trifft die auch. Weil ich brauche normale Pump. Oder hier die Dingensbums Pump, die andere da, die taktische brauche ich. Da kommen ja die Autos einfach mal richtig angeflogen. Ich brauche irgendeine Waffe, brauche ich. Ach komm. Jetzt alles ab explodieren. Aber nächstes Mal mache ich so, ich sammle mir erst die Waffen ein und dann tue ich wiederbeleben. Dann passiert sowas nicht mehr. Wieder was Neues draus gelernt, oder? Erst Waffen snacken, die man braucht, und dann wiederbeleben. Hat jemand Granaten? Leider nicht. Lagerhalle ist fast komplett auseinandergenommen. Braucht jemand Mechanikteile? Gerade nicht für die Runde. Ey, in dem Ort gibt's ja keine Waffen, ey. Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Jetzt geht wieder. Oh mein Gott. Dino. Nice. Und an denen gehst du kaputt. Frag mich, wofür man hier ein Auto braucht gerade, wenn die Zone doch sowieso hier für unsere Seite ist, so. Wissen Sie wenigstens, wo wir sind hier? Was ist denn ein Jägermantel? Da gehen die Tiere nicht auf dich dran. Also die Wildtiere lassen nicht in Ruhe. Mhm. Deswegen können die auch vielleicht die Dinos gemacht haben, dass sie dann einen in Ruhe lassen damit. Weil ich habe jetzt hinten so ein Ding auf dem Rücken und das stinkt ja, anscheinend. Aber warum lassen die Tiere einen dann in Ruhe, wenn man dann zeigt, dass man die Haut und die Felle von denen hat? Dann tue ich kein Jägermantel anziehen und tue einfach nur stinken. Geht auch. Ja. Ich glaube, dann wird man in Ruhe gelassen. So 70-jähriges Parfüm. Oh Gott, das stinkt, ne? Wie können die Leute das so drauf machen?
Ich weiß auch nicht, also manches riecht ja überhaupt nicht geil. Ich weiß nicht, wie die das so feiern, manche so. Ich weiß auch nicht so. Ist das, um den Uringeruch da irgendwie ein bisschen zu verdecken, oder wie? Das könnte sein. Gut, die wünsche ein Glas, kann ich jetzt nicht machen. Oh, ich hab den falschen Bogen. Noch einen anderen Bogen. Hast du Granaten? Leider nicht. Ich brauche einen Mechanikbogen. Ich hab dem Missouri die Teile gegeben. Wenn er sie dir gibt, dann ist gut. Weil ich brauche nur was zum Basteln gerade. Einfach so spontan gerade die Sachen zusammenbekommen. Also Missouri, wenn du Zeit hast, gib dem Dennis bitte die Mechanik-Dinger. Ich brauche nur den Bogen, dass ich mit dem Glas, mit dem Glühwürmchen-Glas was basteln kann. Wo fahrt ihr hin? Ja, warum steigst du nicht ein? Die Zone kommt gleich. Eine Minute. Ich komme. Hä? Was hat das für einen Sinn ergeben, dass sie da hinfahrt, ne? Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Den will ich aber labern, Junge. Steig ich aber erstmal aus hier. Zerstöre Bäume. Ja, geil. 10 auch noch. Zählt der Stumpf hier als Baum? Ja, als Holz abbauen zählt das. Nochmal die Bäume hier. Drei von 10. Oh, ich brauch Granaten. Leider nichts anzubieten. Ah, hier die Weihnachtsbäume, die gehen schnell. Ja, Granaten. Und 120 Barren. Die hebe ich schon wieder bis zur nächsten Season auf. Aber war letztes Mal gut, dass ich die so lange aufbewahrt habe. So habe ich nämlich Level 100 geschafft. Weil ich bestimmt für die Quest nacheinander 3000, 4000 hintereinander aufgegeben hab, ausgegeben ja. habe. Der Schimmler ist vergammelt. Abgejagt, hier eliminiert neue Barren. Nice. Eliminiere das Kopfgeld hier eines anderen Spieler. Brutal. Hey Nase, ich bin wieder da. Ja, ohne mein BH. Ah, ja. Holz, Tierknochen, okay. Kann ich irgendwas basteln hier? Hier ist noch ein Schimmler. Aber ich habe auch keinen Unnaced, also alles gut. Ich kauf mal. Hallo? Hilfe? Kommt ihr? Wo bist du? Hä, wieso bist du alleine? Warum seid ihr nicht bei mir? Wir sind irgendwie alles Einzelkämpfer.
habe hier den Easybot gekauft. Also nicht wundern. Bam, Junge, der ist mal komplett eliminiert. Ey, die Goldene ist auf jeden Fall mir, Junge. Auf jeden Fall mir. Da ist dein Mechanikbogen. Ey, der ist schon aufgewertet. Ja, sei doch froh. Da hast du eine gute Waffe. Für die Quest brauche ich den, weißt du. Wow, aha, wow. Was ist da unten hier los? Okay, der ist voll der Müll, Junge. Der hat nicht mehr viel. Missouri, komm bitte her. Wir brauchen dich. Diese Waffen treffen nicht. Ich hab mein normales Sturmgewehr. Boom. Danke. Also, sonst ist bei mir alles gut, Nacet. Und bei dir? Super, also, Missouri. Grüß dich, Nacet. Hab gute Laune. Also alles bestens heute. Labern wir mal den hier. Dann bauen wir Holz ab. So, drei Gruppen, 9 Spieler, 3, ja. Kurzzeitgewehr. Tüftler, Schrotflinte. Wollt meine Pilze geklaut, du kannst hier nichts. Ja, wolltest du die haben, du, oder was? Ach du, nee, du hast sie. Ich hab gedacht, hier von, ich kann nicht mal was ablegen, hier ist direkt weg, aber ich muss ja durch. Du bist dauernd hier am Wechseln, ich dachte, du wolltest ihn nicht mehr. Nee, ich hab nur Angst gehabt um mein Sturmgewehr. Dass mir seiner wegsnackt. Das will ich sehen, dass du jemanden damit erledigst. Hab eben, glaube ich. Alles klar, Plätti zockt gleich selber Fortnite, aber mit meinem Duo-Mate bisschen Arena-Punkte. Ah, okay. Ja, wir machen gleich Rackfest wieder. Schönes Rackfest. Aber eine Runde geht noch Fortnite danach. Dann mache ich eine halbe Stunde Pause. Und dann Rackfest. Dann tue ich ein bisschen meine Kampagne-Mode machen, bis dann der Beginn hochkommt. Dann machen wir Multiplayer. Bis vor. Es sind nur noch 4 2 Gruppen. Nur noch 2. Eine Gruppe. Hier ist auf jeden Fall sehr schwierig was zu finden, hier sind nur Berge. Wir müssen zusammenbleiben. Lass uns zum Husky gehen. Aber wir sind doch schon zusammen. Der Husky ist einzeln. Dann ist auch sinnvoller, dass er zu uns kommt. Er hat Party. Ich brauch Schrotmuni und kleine Muni. Danke. Nicht klauen. Der lief. 10. Bam, Alter! Nice. Husky hat ihn erwischt. Nicely. Nicely. Auftragsfortschritt, ganz schön viele, ey. Very nice. Aber man levelt auf jeden Fall in der Season ein bisschen mehr als bei den anderen. So, Töne sind gut. Jetzt muss ich noch
isst Bananen und sammle einen Benzinkanister auf. Ja. Bin ich direkt wieder da, ich geh mal kurz auf Toilette. Dann bis gleich. Machen Sie das. Ich habe gestern ein 1 gegen 1 gegen jemanden gespielt und er hat mich permanent eingebaut. Ich habe ihn permanent hinterher verfolgt und er hat sich immer eingebaut und dann stand ich da. Und dann hat er editiert und konnte einmal schießen. Was soll man da machen? Wenn die weglaufen, sich dauernd einbauen. Und wenn du das dann zerschießen willst, dann hast du irgendwann keine Muni mehr. Und dann klemmt der Hebel und sowas, ne? Soll er mal gegen dich spielen? Ja, du bist eh der Beste von uns hier. Ich wüsste jetzt keinen, der besser ist, mit dem Dennis oder ich mal spielten. Wüsste ich jetzt nicht. Ja, ist aber so. Ich weiß noch die eine legendäre Runde, wo du in der Zone warst. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Das war nicht in einem Stream. Wo du dann nichts mehr zum Heilen hattest und dann einfach die Gegner gestürmt hast, damit du noch Heilung kriegst. Weil du es sonst nicht geschafft hättest. Dann soll er mal gegen mich um einen 5er PSC. 5er PSC. Achso, PlayStation Card. Ja, die Rede war von, dass ich gestern 1 gegen 1 gegen jemand gemacht habe und der sich durch Bauen immer versteckt hat und ich dann Probleme hatte. Für mich ist 1 gegen 1 irgendwie nichts, keine Ahnung. Ja, weil du direkt verlierst. Nee, das hat irgendwie auch mit den, gerade wo du respawnst, gerade wo du bist, ob du oben, unten bist, Dingsbums, das hat manchmal auch gar nichts damit zu tun, weißt du, irgendwie. Da ist einfach auch manchmal ein bisschen Glück einfach dabei. Nein, das ist für alle gleich. Du spawnst unten an einem speziellen Punkt. Und aber der andere Problem, ist dann wahrscheinlich da, oder? Das Problem ist, derjenige wird dann sehr wahrscheinlich oben sein und du musst erstmal hochkommen, ja. Das ist das Problem. Ja, das meine ich ja. Weil sonst, wenn du 1 gegen 1 hast, dann müssen beide wieder an einer gewissen Entfernung spawnen, um jeder das gleiche Ding zu haben. Aber wenn du direkt wieder respawnst und der eine ist noch ganz oben, weißt du, das ist dann wiederum bisschen blöd halt. Das gilt für den anderen dann aber auch, wenn du den erschießt. Ja gut, das stimmt. Du musst ihn vorher erschießen. Oder halt heimlich wieder hochgehen. Geht alles. Ja, oder heimlich. Aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ah, ist Banane. Also isst Bananen, kriegst du 22k und sammle Benzinkanister auf, nur 2,2k. Oh ja, das Verhältnis der
Der XP-Punkt ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber so ist das leider, ne? Aber ich freue mich nachher auf Breakfast, dann müssen wir mal richtig schön die Autos auseinander drehen. Genau, du startest mit jedem auf derselben Höhe, das ist dann der Boden, und dann wird sich eingebaut und dann losgelegt. Aber wenn ich mir jetzt den Battle Pass ja geholt habe, ne, und dadurch das ganze Dingensbums dann nicht aufleveln kann, und ich steige hier mit Level 70 aus dem Spiel aus, dann kommt schon die nächste Season, was habe ich dann gewonnen, 1 gegen 1 zu machen, und kann dann nicht meine 100 Items, die ich bekomme, die ich für den Battle Pass bezahlt habe, zu erfahren, weißt du? Aber wofür bräuchte ich den Battle Pass, wenn ich nur 1 gegen 1 spielen würde? Und ich bin immer noch Level 1, weißt du, was ich meine? Es wird sogar schon reichen, wenn du einmal 1 gegen 1 spielen würdest. Ja, aber dann will jeder, weißt du, und da habe ich echt keinen Bock drauf. Und dann sagt er, du hast dem anderen auch gespielt, weißt du, ich will einfach kein Mimimi haben, weißt du. Dann mache ich es erst gar nicht und dann habe ich meine Ruhe. Ja, dann sagst du jedem zu, mache ich auch. Ich sag, ich sag denjenigen zu, die besser sind wie ich. Ah, nee, da habe ich wieder Verpflichtungen. Dann habe ich dem zu, diesbums, dann will ich lieber an dem Tag was anderes spielen, weißt du, dann habe ich dazu gesagt, nee, kein Bock. Alles spontan. Ich darf mich nicht mehr so gebunden fühlen, ich muss einfach spontan entscheiden können, was ich zocke, und uhrzeitmäßig auch nicht, am besten immer so vorher ankündigen oder einfach spontan, wie ich heute gemacht habe, einfach bin aufgestanden, denkst so, okay, jetzt schaffe ich es in 10 Minuten online zu kommen, hab direkt angekündigt, weißt du, so, irgendwie ist das geiler, als da jetzt Zeit hinterher zu laufen die ganze Zeit, und oh, ich schaffe es doch nicht, ich muss das noch machen, weil jetzt habe ich eine halbe Stunde noch angekündigt, habe ich Waschmaschine ausgeräumt, noch gespült, und ich so, oh, noch 5 Minuten, die, alles so unentspannt dann alles gewesen, weißt du. Tut man sich selbst unter Druck setzen, das ist nicht gut. Vor allem, dass man auch sieht, dass das ja eigentlich ein Hobby ist. Wenn man einfach entspannt spielen will und eigentlich nicht so zeitlich gebunden bist eigentlich. Fällt schon wieder ein Auto, Junge, ich raste komplett aus. Ah, ich hab mir gedacht schon. Ey, ihr könnt hier alles farmen, Junge, aber lasst mir meine Bananen, Junge. Für die Bananen nicht. Ich weiß nicht so genau, Tampa. Die sind meistens in Kisten drin, die man so öffnen muss, der statt die zerschlagen. Aber hier ist nichts. Keine Banane, kein Nix. Mais, Junge. Oh, mit Mais schon eine Banane. Oh, was geht hier auf einmal ab? Ist der Mond jetzt auf die Erde geknallt oder wie? Das hat hier richtig gerappelt. Boah, habt ihr gestern den. Oder doch gestern war. Habt ihr gestern den Mond gesehen? Alter, der war groß. Oh ja, hier ist voll die Dönerküche. Oh, danke. Ey, warum gibt Dennis, das hier kein... danke, danke, danke. Jetzt will ich einen Döner haben. Ach so, ist jetzt kann ich nicht mehr spielen. Ich will zwei Döner. Ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen genug gehabt, ey. Echt? Ich hatte ja Spätdienst gehabt, da haben wir ja Dönerstag gemacht. Ja. Und da habe ich mir noch eine Dönerbox geholt gehabt und so.
Ey, ich hab momentan erstmal von Döner genug, ey. Oh, jetzt will ich welche haben, ey. Und Pizza, keine Ahnung, ich hab keinen Bock, da jetzt Pizza immer zu bestellen, weißt du. Ja, wenn du, sag mal, 3 Pizzen bestellst, bist du direkt schon 25 Euro los, weißt du. Das ist irgendwie unnötig. Machst du dir im Ofen? Ja, das ist besser natürlich. Aber da habe ich momentan keinen Bock auf den Geschmack, weißt du, so auf Tiefkühlpizzen-Dings jetzt. Machst du immer selber eine, holst dir mal Mehl. Und dann knetest du mal. Ja, wir haben auch so oft Pizza jetzt gemacht, die hängt auch schon zum Hals raus. Ja, und nicht irgendwie. Diese neue Sachen, diese nicht, neue Sachen auch. Nicht diesen Billigteig von irgendeinem so Fertigdingsi. Nee, den machst du mal selber. Ja, weißt du, wie lang du das dauert? Ja, das weiß ich. Ich tue nicht mein Wochenende für 5 Stunden lang kochen, da. Das weiß ich. Ich weiß auch, dass wenn du, wenn der Wecker klingelt, du verschlafen hast, du in 10 Minuten auf Arbeit musst, dass dann keine Pizza mehr geht, das ist mir auch klar. Ja, ich schlafe 8 Stunden. Und dann gehe ich arbeiten, dann gehe ich 4 Stunden Freizeit zocken und dann muss ich schon wieder pennen, wenn ich wieder meine 8 Stunden habe, ne? Und wenn mal keine Termine zwischendrin sind, wo ich mal hinfahren muss oder einkaufen, der Kühlschrank muss ja auch irgendwie voll werden. Dann sind es vielleicht nur 2 Stunden Freizeit, dann überlegt man sich, ob man online kommen kann oder noch nicht. Zwischendrin muss man noch was essen. Ja. Noch, die Zeit ein bisschen zu kochen, weil das bringt mir ja nichts. Du musst einfach nur satt werden, weißt du? Ich muss einfach nur satt werden, habe ich meine Ruhe. Auch wenn du dir einen halben Liter Suppe direkt in den Hals gibst. Hauptsache du bist satt und dann gibt der Körper Ruhe. Dann willst du auch keinen Döner, keine Pizza, willst du gar nichts mehr, wenn du gesättigt bist. Ich brauche Mechanikteile. Hat die jemand? AEA, Jojo, du musst los. Alles klar, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag dann. Also wir machen jetzt auch noch die Runde hier und dann kurz Chili Willi machen. Ich muss noch Waschmaschine ausräumen, genau, das ist auch gleich auch noch zum Haushalten, ne? Also Waschmaschine ausräumen. Und dann tue ich langsam mal den Stream Clash ankündigen für Wreckfest, mach schon ein bisschen Kampagne-Mode. Steig ein! Und ab 19 Uhr ungefähr, wenn der Biggie Kino dabei ist, dann machen wir Multiplayer. Falls ihr das Spiel auch habt, könnt ihr auch gerne mitspielen. Weil das kann man, glaube ich, bis zu 24 Leuten oder so spielen. Ist auf jeden Fall lustig, das Spiel. Der Nathan hatte eben einen gehabt. Ich habe gehört, das war in Facebook so ein Video. In Duisburg haben die jetzt Donnerstag bis Sonntag so ein Standnähebahnhof aufgebaut, dass du jetzt Döner mit Schweizer Käse bekommst, ohne Fleisch. Du kannst aussuchen Lachs, dann was noch? Irgend so eine Wurst, Kräuterwurst oder irgend sowas. Oder nur den Schweizer Käse, der wird dann da reingeschnitten. Und der kostet zwischen 6 und 9 Euro. Ja, falls ich wüsste, ob ihr alle Fratzebook habt, würde ich euch den Link einfach mal in den Chat schicken, wenn euch das Video interessiert. Also den Döner will ich auch mal probieren, weil Duisburg ist ja nicht ultra weit weg, also wenn wir in die Richtung nochmal kommen. Aber auch wer voll viel auf Instagram gepostet, ey. Die Arbeitskollegen denken auch, Alter, der ist fast jeden Tag in Köln, der ist fast jeden Tag in Frankfurt. Dann ist dann einfach mal zum Flughafen gefahren. Ich denke auch so, Alter, obwohl der fliegt ja überall hier rum. Aber manchmal kannst du die eigenen vier Wände nicht mehr sehen. Du musst einfach mal weiter weg, einfach mal was Neues sehen. Und Kölner Innenstadt war einfach letztes Mal richtig geil. Auch der Flughafen da ging einfach mal wieder was ab. Man sieht einfach nicht mal hier die Innenstadt hier in Koblenz, ich kann es schon nicht mehr sehen. Und außerdem sind die ab Köln sind die eh viel besser gelaunt als hier. Hier sind ja nur Schimmler rumlaufen hier in Koblenz. Jeder zweite ist schlecht gelaunt, jeder dritte ist am rumrucken. Jeder vierte ist Halbgangster, der meint, der wäre Bushido schon Nummer 2. Mit so Leuten kann ich nichts anfangen, ey. In Köln sind die alle gechillt.
meinen ja schon, wenn sie eine richtige Gucci-Hose tragen und dann schon unter den Hintern halten die Hose da, die ja schon 10 cm unterm Bauch ist, dann meine ich schon, die wäre die coolsten. Dann holen sie sich das hier so ein Gucci-Armband, da meinen die sowieso, die werden schon hier sonst was. Dann eine Rolex, da meine ich schon, die werden Pietro Lombardi. Ich komme. Warm, Junge. Egal, weggemacht. Ich bin ja früher. Nächste Woche Samstag? Was willst du denn da in Düsseldorf? Der gute alte Pietro, der leider vor der Kamera anders ist als privat. Also so habe ich ihn kennengelernt. Weiß nicht, ob das nur an dem Tag war, ob das so ist, oder habe ich, kann ich noch zu wenig meine Meinung sagen, aber an dem Tag, wo ich den kennengelernt habe, da war der komplett cringe drauf, ey. Wenn er seine Kumpels unterwegs da, mit denen da unterwegs ist, so. Der Bogen hat aber nicht viel Bock. Ich glaube, ich nehme den Flammbogen demnächst. Achso, dass ich den Döner schon früher esse. Nee, das machen wir zusammen, wenn bei dir alles in Ordnung ist. Das machen wir zusammen. War jetzt extra da Geld ausgeben für wieder ein Fuffi für hin und zurück auf dem Ticket. Das macht keinen Sinn. Machen wir gemeinsam. Das eilt ja nicht. Matalio Gabre. Nein, der baut nicht! Ey, wir haben ja gestern noch ein bisschen DSDS wiederholen geguckt, gell? Ey, da hat der Oliver Geist eingeraubt, ey. Da hat irgendeiner gesagt, dass er den und den Song singt, da sagt der Oliver Geist in Gesundheit. Oh, ich dachte, Alter, das kannst du nicht robben, Junge. Das war ja mal richtig Diss gegen den Sänger dann, ne? So, ja, der singt das und das, Gesundheit. Ich dachte, Alter. Der hat einfach nicht gebaut. Und jetzt ist Dieter Bohlen irgendwie den Thomas Gottschalk am Mobben und der Gottschalk ist den Bohlen am Mobben und keine Ahnung, was da abgeht bei denen. Aber irgendwie laut dem neuen Vertrag vom Bohlen ist irgendwie, dass wenn die Quote vom Thomas Gottschalk jetzt höher ist als bei ihm, würde er noch mehr Geld verdienen, obwohl er nicht im Jurypult sitzt. So habe ich jetzt von so Insider-Seiten gelesen. Richtig krank. Und hat er noch gesagt zum Gottschalk, ja, der hat die Witze eh von RTL geschrieben bekommen und jetzt hätte er sich neue Zähne und so gekauft und Scheiß, weißt du, so richtig Mobbing im Internet, richtig, richtig krank, Junge. Und das unter Titanen, fast 70-Jährigen oder 70-Jährigen, weißt du, ey. Ich weiß gerade auch nicht, aber nicht weit davon weg. So die 70-Jährigen am Mobben, Junge, richtig krank. Und das als Vorbild. Nein! Hey, jetzt aber siebter Platz, bitte. Du traust uns aber sehr viel zu, Nathan. Oh, die Zone zieht nur 2 ab. Aber das ist ja noch. Boah, das war knapp, Junge. Mhm. Boah, ich hab erstmal voll spät die Zeit, die Lebensanzeige hochspringen sehen. Ich hab schon gedacht, wäre jetzt vorbei. Nee. Der ist aber gerippt, der Typ.
Er lässt doch ein Medikit fallen, Junge. Ja. So muss das sein, Junge. Das ist so muss das sein. Du musst dich noch vorher heilen. Die Zone zieht beim Anschlag noch mehr ab, ja. Das sind die letzten drei, noch acht Spieler. Ich kann und schreibe hier trotzdem Satz. Ja, nee, kein du Boss. Sollst auch jetzt nicht so versuchen rumzuschreien, du sollst ja erstmal ein bisschen ruhig machen mit Stimme und Kiefer, alles so. Deswegen ist besser, dass du schreibst, als jetzt von Zimmer zu schreien. Na, ist das besser für dich. Vor allem muss man ja von Zimmer zu Zimmer schreiben, ich höre mein Headset auf. Ja, muss ja nicht sein. Was, go back to Lobby? Hat man nicht den auch schon mal drin gehabt? Go back to Lobby. Kann ich mich irgendwie noch voll dran erinnern an den Namen. Das ist ein guter Bogen auf jeden Fall mal. Da wo der Kreis oben ist an der Karte, könnte aussehen wie so ein neuer Planet, ey. Hallo Tevi, ich streame jetzt nach dieser Runde, gehe ich kurz offline und dann tue ich den Stream ankündigen für Wreckfest. Also Fortnite ist jetzt nach dieser Runde abgeschlossen, für heute. Und dann spielen wir Wreckfest, ich mache jetzt noch ein bisschen Kampagnenmode, also ein bisschen Solo-Runde und ab 19 Uhr, wenn der BG Kino von der Arbeit kommt, dann machen wir zusammen mit Tia, machen wir Multiplayer. Das ist der Plan. Weil ich bin ja schon seit 5 nach 2 jetzt online. Jo, immer in zwei Spielkategorien geschnitten. Aber heute haben wir auch schon wieder 3 Wins geholt, gell? Von der Streaming-Zeit her eigentlich auch wieder so wie letzte Mal eigentlich Durchschnitt gut. Mhm. Stucken bietest du eine kleinere Angriffsfläche oder kannst dich hinter niedrigen Objekten verstecken. Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, dann tun, sobald der Big Kino da ist, machen wir Multiplayer und sonst spiele ich gerade noch ein bisschen Kampagnenmode. Mhm. Gut, dann bis gleich, gell? Ich lasse dir einfach die Livestream-Berechtigung Dings. Big Kino gebe ich mir auch schon mal. Jo, dann sehen wir uns gleich, gell? Okay. Alles klar, bis später. Ciao, ciao. Tschö. So, das war Fortnite für heute. Gleich geht's weiter mit Wreckfest. Ich werde das Ganze aufnehmen und dann irgendwann versenden. Und wenn ich mal nichts am Tag vorhab. Hintergrund ist der. Die Auflösung von dem Spiel ist bei YouTube totale Katastrophe. Das kann ich so nicht nehmen. Na, versuch ich das so mal. In diesem Sinne, danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Ein paar coole Siege hatten wir heute. Wer auch mal Lust auf ein 1 gegen 1 gegen mich hat, kann sich ja mal melden. Aber es muss schon eine gewisse Herausforderung für mich sein. In diesem Sinne. Bis nachher.